Genau. Also herzlich willkommen zu unserer Diskussion über das Staatsverständnis. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt schon so ein ganz kleines bisschen strapaziert sind. Wir werden es also jetzt hier nicht übertreiben. Aber es ist ja doch eine wirklich zentrale Frage. Und wir werden jetzt hier so ungefähr 45 Minuten sprechen. Dann sollen Sie Gelegenheit haben zu Fragen und Statements. Und danach, kann ich Ihnen versichern, gibt es dort draußen offenbar diverse Brezeln und geistige Getränke, die Sie dann zu sich nehmen können. Zum Thema. Also, als ich mit Peter Siller über dieses Thema sprach, fiel mir als erstes so ein Plakat ein von Joschka Fischer aus dem Wahlkampf von 2002. Da war sein Konterfei und man sah den Spruch Außenminister, innen grün. Und das, finde ich, dokumentiert schon mal so eine gewisse Fremdheit mit dem Staatsamt. Also man sagt, ich bin eigentlich ich geblieben, dieses Amt ist mir nur äußerlich. Und spätestens mit der Debatte über den Veggie Day und die Steuerpolitik im letzten Jahr ist ja das Thema Staatsverständnis der Grünen doch nochmal extra aufs Tapet gekommen. Ist der Staat für die Grünen immer noch eher so eine Art notwendiges Übel? Hat man vielleicht auch sowas wie einen republikanischen Stolz, da gewisse Bastionen erreicht zu haben? Und wenn ja, also wenn man auch diese Bastionen erobert hat, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, wie kommt es dann, dass man trotzdem auch in der eigenen Rhetorik immer die Bürgergesellschaft sozusagen gegen den Staat stellt? Also man hat immer das Gefühl, wenn nicht von der Bürgergesellschaft man selbst auch kontrolliert wird, dann wird es gefährlich. Neben mir sitzt Simone Peter, gelernte Biologin und Bundesvorsitzende der Grünen, die den Staat sozusagen, wenn ich das Parlament jetzt mal dazu rechnen darf, sowohl als Fraktionsvorsitzende als auch als stellvertretende Fraktionsvorsitzende als auch als Umweltministerin im Jamaika-Kabinett von Frau Kramp-Karrenbauer kennengelernt hat. Christoph Möllers ist Jurist, inzwischen Richter am Oberverwaltungsgericht, ja, und hat sich viel rechtsphilosophisch mit dem Staatsverständnis und der Gewaltenteilung beschäftigt. Anja Heiduck ist gelernte Psychologin, wusste ich nicht. Und ich habe heute gelesen, dass Sie auch singen können. Sie auch singen können. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Sie hat als Senatorin, Umweltsenatorin in einer schwarz-grünen Koalition gewisse Erfahrungen gesammelt, die uns hier heute Abend interessieren. Und sitzt inzwischen für die Hamburger Grünen im Bundestag. Von Ihnen beiden würde ich gerne mal wissen, Sie haben ja den Übergang erlebt von außerparlamentarischer Arbeit, von der Bewegung hinein ins Parlament und in die Exekutive. Was war das für eine Erfahrung und hat diese Erfahrung Ihr Staatsverständnis verändert? Vielleicht möchten Sie mal anfangen. In der Tat, ich bin über eine langjährige Tätigkeit, es war erst Eurosolar, dann die Agentur für erneuerbare Energien auch als Verein angelegt, direkt ins Ministeramt gewandert oder damit überrascht worden vielmehr. Meine Erfahrung war im ersten Moment positiv. Vielleicht, weil ich vorher in der Arbeit, in den Verbänden, in den Organisationen die politischen Konzepte für das erarbeitet habe, an Idee und auch mit einer Erzählung verbunden, so habe ich es zumindest für mich immer verstanden, die ich dann umsetzen konnte, im gewissen Rahmen, in meinem Ressort. Ich will jetzt die gesamte Konstellation gar nicht bewerten, da gab es ja auch viele Brüche, weshalb das am Ende auch nicht länger gehalten hat, aber dass man eben über die Begeisterung, die Erzählung, mich hat sehr stark geprägt Hermann Scheer mit der solaren Weltwirtschaft, der Sonnenstrategie, der Energieautonomie, in der Erarbeitung der Konzepte in einem überschaubaren Bundesland, vielleicht hat das auch dazu beigetragen, in relativ kurzer Zeit
die Dinge umzusetzen, und zwar nicht staatlich verordnet, wobei der Rahmen vorgegeben muss, sonst hätte sich nichts geändert, aber eben die, das bürgerschaftliche Engagement nutzend, dass zum Beispiel dann auch Energiegenossenschaften entstanden sind, dass von der Umweltbewegung bis zur IHK ein Einverständnis da war mit der Energiewende, ist Klimaschutz mit Schaffung von Arbeitsplätzen, mit regionaler Wertschöpfung zu verbinden, und das hat nach meiner Wahrnehmung sehr gut funktioniert und mich auch überrascht. War das so ein piratisches Lebensgefühl? Man entert ein Schiff, auf dem man bisher nicht vorgesehen war? Oder war das mehr so, dieser Platz steht uns zu? Eher piratisch. Okay. Frau Heiduck, bei Ihnen würde mich speziell noch mal interessieren, als Sie dann im Amt waren, da gab es ja auch schwierige Konflikte für Sie zu bestehen, ist Ihnen da aus der grünen Parteibasis so ein Misstrauen entgegengeschlagen, das Sie vorher als Abgeordnete nicht kannten? Oder waren Sie einfach immer die Anja Heiduck und Vertrauensperson? Ich will vielleicht eine Sache vorausschicken und doch beginnen. Wie war das, als ich Parlamentarierin geworden bin? Ich bin nach relativ kurzer Parteizugehörigkeit, ich bin 95 eingetreten, 97 Parlamentarierin in Hamburg geworden, und da haben die Grünen ihre erste Regierungsbeteiligung in Hamburg mitgestaltet. Ich kann sehr eindeutig sagen, ich bin durch diese parlamentarische Tätigkeit und später auch Senatorin oder Bundestag, ist meine Identifikation letztlich mit der Stadt Hamburg und auch mit dem Land gewachsen. Also ich bin vielleicht auch einfach älter geworden und bürgerlicher, aber nein, ich würde das, sag das ganz bewusst. Meine Identifikation damit ist gewachsen, weil ich eine Berührung hatte mit den Menschen, die da gearbeitet haben, sei es die Verwaltung, und ich kam dem näher und meine Identifikation mit ist Leuten, gewachsen. Mit denen man kulturell normalerweise auch nicht so viel zu tun hat. Ja, ich habe natürlich auch die Erfahrung gemacht, wie normal die Politiker der Grünen nicht nur mit der SPD, sondern auch mit der CDU umgegangen sind. Das müssen Sie ja jedem, der keine Politik macht, durchaus nochmal erklären, wenn die immer nur diese medialen Ausschnitte erleben, wo man sich da maximal irgendwie Kompetenz abspricht. Und ich möchte dazu aber sagen, dass sich das für die Grünen aber auch gewandelt hat. Ich bin damals in eine Fraktion eingetreten, da stand es 11-10. Das war schon wichtig zwischen den Flügeln, einer mehr auf der Realo-Seite, weil es war auch höchst umstritten, ob wir regieren sollten, ja oder nein. Ich gehörte zu dem Flügel, der positiv dem Regierungsanspruch gegenüberstand. Das hat auch mit meiner persönlichen Art sicher zu tun, dass ich da einen gesunden Machtanspruch nicht falsch finde in der Politik. Aber das war damals eine Zeit, da war das Mitregieren bei den Grünen noch umstritten. Und wir haben damals auch häufig, und das haben andere Länder auch die Erfahrung gemacht, nach der ersten Regierungsbeteiligung oder in der ersten Regierungsbeteiligung bei der nächsten Wahl eher einen auf die Nuss gekriegt. Heute erlebe ich das ganz anders. Heute sind die Grünen in so vielen Landesverbänden wie noch nie an der Regierung, und ich habe das Gefühl, die, die in der Regierung sind, die ernten heute viel mehr Zuspruch. Denen geht es gut. Heute geht es Grünen gut beim Regieren. Und ich habe das jetzt erzählt, weil ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit der Frage zu tun, identifizieren wir uns auf eine glaubwürdige Art denn auch damit, was wir in dieser Gesellschaft mittlerweile ausrichten und gestalten, oder tun wir es nicht und verwenden wir dafür auch eine geeignete und glaubwürdige Sprache? Ich würde dafür sehr plädieren, weil ich finde, das ist ein, als ich hier heute hergekommen bin, ist mir das nochmal aufgefallen, markanter Unterschied. Früher haben wir an Regierungsbeteiligungen gelitten. Jetzt sehe ich das andersrum. Ich hoffe, dass es so bleibt und dass uns das auf der Bundesebene auch mal irgendwann nützen wird, weil da tut uns die Opposition noch nicht so richtig gut. Herr Möllers, dieses Faible für kleine Einheiten, für Dezentralisierung, für die Kommune, ist das was Demokratisches oder ist das was so ein bisschen Vordemokratisches? Oder wie finden Sie das, dieses grüne, diesen grünen Kommunitarismus? Na, ich glaube, es ist etwas, was ambivalent ist. Ich denke, was man sehen kann bei einer Partei, die ja doch aus einer Bürgerrechtsbewegung kommt, ist ambivalent zum Staatsverhältnis. Das ist ja auch in sogar in der Einladung schon selbstkritisch festgelegt worden.
auf der einen Seite ist man halt auch immer das andere erstmal gewesen, die Außenseite, und ist dann da irgendwie eingedrungen. Das, was Sie beide berichten, ist natürlich eigentlich erstmal immer so. Man kann durch den Staat immer besonders gut dadurch integrieren, dass man Leute zu Ministern macht, dann mögen Sie den Staat auch lieber. Das, die Geschichte können Sie natürlich von der SPD zwischen 1890 und 1925 auch erzählen. Das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Was eher vielleicht ein Problem ist, oder jedenfalls eine Ambivalenz, was Frau Lau gefragt hat, ist natürlich in der Tat, dass das bürgerschaftliche Engagement und diese Freude an Projekthaften, an kleinen Einheiten, an Dezentralität, was basisdemokratisches sein kann, aber es kann natürlich auch was sehr Elitistisches sein. Nicht? Und das merkt man, glaube ich, dieses Gespalten, zu sagen, auf der einen Seite sind wir eine Partei, die sagen, alle mitnehmen wollen, aber von unten kommt und nicht zentralistisch denkt, aber auf der anderen Seite sind wir eine Partei, die sagen, im selben Abendzug über episches Theater und über kleine Volkspartei redet, was einem Sozialdemokraten wie mir dann doch irgendwie auffällt. Weil das ist wahrscheinlich, faktisch wird das irgendwann ein Problem, das so durchzuhalten. Natürlich auch was sehr Grünes. Und die Grünen sind natürlich eigentlich sozusagen eine Bildungsbürgerbastion geblieben. Und dazu gehört auch, glaube ich, tatsächlich so ein dezentrales Projekt. Und das meine ich noch nicht mal kritisch. Ich glaube nur, das hat sozusagen eine Gegenseite, die demokratietheoretisch durchaus ambivalent ist. Ich würde gerne nochmal nachfragen in Bezug auf Baden-Württemberg. Also da haben die Grünen ja jetzt gewonnen, stellen den Ministerpräsidenten, und trotzdem begegnet man sich selbst sozusagen und dem Regieren im Apparat mit doch so einem erheblichen Misstrauen, dass man denkt, die Wahrheit und die wahren Impulse für das Regieren können eigentlich nur von da draußen kommen. Naja, man muss natürlich dann auch wieder den Grünen zugute halten, dass man Misstrauen gegenüber der baden-württembergischen Ministerialbürokratie ist ja vielleicht nicht immer ganz falsch. Und man muss sich klar machen, dass die Grünen natürlich hier sagen, Doppelsprung genommen haben. Ich war also sagen, von der Opposition ins Ministerpräsidentenamt. Das heißt also nochmal, was nun wirklich doch nochmal ein anderes Spiel ist, als, glaube ich, kleiner Koalitionspartner zu sein. Da denke ich, würde ich erstmal sagen, dass die da fremdeln und dass man da auch irgendwie eine kognitive Dissonanz hat, weil man einerseits der Staat ist und andererseits einen Staat vor sich sieht, der gegen einen arbeitet. Das ist wahrscheinlich auch Ausdruck einer Realität. Ich wollte nur noch mal was sagen, damit wir uns hier nicht missverstehen. Ich habe nicht von der Identifikation mit dem Land oder der Stadt Hamburg gesprochen, weil es einem im Amt so gut gefällt. Also das wäre ein bisschen ein Missverständnis. Das stimmte vielleicht auch für mich, sonst wäre ich ja vielleicht nicht in der Politik geblieben. Aber ich meinte eine andere Sichtweise für uns Grüne. Wir haben mit vielen Themen doch gesellschaftliche Mehrheiten erreicht, ohne jemals die stärkste Partei zu sein. Die Durchsetzungsstärke der Grünen mit ihren Themen, und da reden wir jetzt nicht nur von dem Thema Umweltschutz und Energiewende, da reden wir von der Gleichstellungspolitik und diesen Dingen. Wenn man mal die Bilanz der ersten rot-grünen Regierung nimmt, da hat doch jeder nach 2002 gewusst, mein Gott, haben die Grünen wirklich in dieser Gesellschaft einen Resonanzboden, aber auch durch eine Vorarbeit. Und deswegen meine ich, ist die Identifikation mit der Gesellschaft im Jahre 2014 wirklich eine andere Frage, als in der Zeit, als ich in die Grünen eingetreten bin 1995, und ich glaube, das muss man nachvollziehen, weil das jedenfalls die 18-Jährigen und 20-Jährigen, die uns heute wählen, auch so sehen. Wir sind die Elterngeneration, wir sind die Omas und Opas und wir haben auch junge Grüne. Ja, aber das ist eine ganz andere Bandbreite als diese Partei vielleicht oder als Parteigänger wie ich und welche, die wirklich noch in der Gründungsphase dabei waren, immer so klar für sich ziehen. Frau Peter, worin würden Sie sagen, unterscheidet sich die Staatsauffassung der SPD von der der Grünen? Was? Examensfrage? Man kann sie also falsch beantworten. Naja, ich glaube, wir haben ja eben in der Herleitung versucht, schon deutlich zu machen, dass wir als Bürgerrechtspartei, als Partei der Bewegung durchaus den Spagat versuchen zu leben oder auch vielleicht versuchen, Robert Habeck hat das eben nochmal so ausgedrückt und deutlich gemacht, dass wir bestimmte Dinge ja auch weiterhin in die Gesellschaft reintragen wollen und auch hinter einer Idee stehen und die auch für die Mehrheiten zu gewinnen. Dass es eine Verbindung gibt für uns, den ordnungsrechtlichen Rahmen herzustellen, den der Staat bietet, damit die Freiheiten für bürgerschaftliches Engagement zu gewährleisten, aber gleichzeitig auch nicht nur den Staat zu besetzen, sondern aus der Bewegung heraus, Anja Heiduk hat es eben genannt, die Frauenbewegung, die ökologische Bewegung, die Friedensbewegung, die Gleichstellungsbewegung, da auch weiterhin einen Stachel reinzusetzen. Das sehe ich bei uns nach wie vor deutlicher als bei der SPD, liegt an der
an den Wurzeln der Partei, an der vielleicht an der, dass die Partei eine junge Partei ist, wie es eben auch angesprochen wurde, dass wir uns nach wie vor mit der Bewegung verwurzelt sehen, vielleicht eine Diskrepanz aufgebaut haben, die nochmal herzustellen ist, aber eben durchaus kein, ja, diesen Anspruch daran, bürgerschaftliches Engagement weiter zu leben und Bürgerschaft mitzunehmen in unseren Anliegen, dass das weit ausgeprägt ist. Wir kommen gleich mal noch drauf, was man macht als Bürgerbewegungspartei, wenn die Bürger da draußen Antworten geben, die den Grünen nicht gefallen, gerade in Bezug auf die Energiewende. Aber jetzt würde ich Sie noch gerne mal fragen, aus Ihrer Erfahrung mit der CDU zu regieren, wo würden Sie sagen, liegen da die Unterschiede im Staatsverständnis? Mit der CDU? Also beim Staatsverständnis gibt es vielleicht sogar auch eine Nähe, weil ich die CDU nicht so wahrgenommen habe, dass sie sich zuständig fühlt. Der Staat ist unbedingt immer der beste Problemlöser und das ist bei den Grünen auch nicht. Aber die CDU ist natürlich stärker immer an der Seite gewesen, ein Ermöglicher der Wirtschaft sein zu wollen. Und die Grünen haben da immer einen Impuls mitgebracht, die ökologischen Leitplanken aber zu definieren und dazu auch staatliche Regulation auch zu entwickeln. Und das steht dann natürlich in einem Spannungsverhältnis, wo wir uns natürlich auch mit Widersprüchen oder mit Zielkonflikten auseinandersetzen müssen. Aber ich glaube, dass das eigentlich ganz interessant ist zu betrachten, wo stehen die Grünen da wirklich zwischen auch SPD und CDU. Und bei der SPD ist das sicherlich viel stärker geprägt dadurch, wo kann der Staat Problemlöser sein und wo haben wir Überschneidungen mit der SPD, weil wir den Staat in bestimmter Hinsicht auch als Problemlöser brauchen. Und vielleicht haben wir auch nicht ganz umsonst in einer gewissen Weise ja bestimmte ökologische Themen erstmal besser mit der SPD bewegen können. Aber dann, wo ist auch eine CDU für Grüne nicht so weit weg, wenn sie eigentlich auch die Eigeninitiative der Menschen und das Individuum als Gestaltende der Gesellschaft ernst nimmt. Also es ist, glaube ich, wirklich so eine Mittlerposition, die wir haben. Und ich glaube auch, dass wir in unserer Partei auch höchst heterogene Meinungen genau dazu haben. Was ist alles, wofür ist der Staat zuständig und wofür ist dann doch die Gesellschaft und wo sind die Bürger mit ihren eigenen Kräften und Ideen selber stark genug? Herr Möllers, Sie beobachten ja sozusagen das Kräfteverhältnis zwischen den drei Gewalten. Welchen Einfluss, glauben Sie, hat die grüne Bewegung, wenn überhaupt, auf dieses Kräfteverhältnis gehabt? Naja, ich denke schon, dass am Anfang die grüne Bewegung natürlich tatsächlich eine war, die, glaube ich, die Sichtbarkeit von Parlamenten erhöht hat. Also das glaube ich in der Tat. Ich glaube, dass man heute, das ist eine schwierige Frage, ich glaube, es ist viel am grünen Projekt, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu den Volksparteien, der gut und schlecht sein kann. Viel am grünen Projekt ist dann doch immer sehr moralisch aufgeladen. Ich glaube, andere Parteien neigen auch durchaus dazu, und das kann man nicht mögen, das kann man aber auch manchmal ganz befreiend finden, zu sagen, wir machen jetzt hier Politik, weil wir das so wollen, während die meisten grünen Projekte doch irgendwie eine moralische Begründung haben und die vielleicht auch gerne mal sagen, festgezurrt werden. Insofern gibt es, glaube ich, auch eine gewisse Liebe von Grünen zu juristischen und sagen, verfassungsrechtlich, verfassungsmoralisierenden Problemlösungen. Nicht? Also ich glaube, eine starke Judikative ist eigentlich schon was, was ich Grüne paradoxerweise auch manchmal politisch wünsche, obwohl es ja was ganz Unpolitisches ist. Vielleicht, wenn ich noch so ein Wort sagen kann, nochmal zu dem Verhältnis zu den drei Parteien. Ich meine, es ist dann doch interessant, und ich glaube auch, dass die Grünen da so ein bisschen in der Mitte stehen, was die Frage angeht, was der Staat so macht. Das ist ja, glaube ich, auch noch eine ganz komfortable Position erstmal, nicht? Muss man sagen. Es ist aber in der Tat natürlich auch so, dass dieses etwas moralistische Element, was man manchmal sozusagen doch beobachten kann, glaube ich, in dem Augenblick, wo es sich dann mit dem Regulierungswillen verbindet, glaube ich, zu einem massiven Problem wird und auch als solches wahrgenommen wird. Das scheint mir, glaube ich, auch so ein bisschen der Kern des Wahlkampfproblems im letzten Jahr gewesen zu sein. Vielleicht noch nicht mal so sehr, dass man sich für bestimmte Dinge entschieden hat, bei Steuerpolitik oder so, sondern dass man so das Gefühl hatte, wenn das sozusagen eine zentrale Lösung ist und wenn die auch noch moralisch begründet wird, dann hat das so eine jakobinische Note, die in der Tat irgendwie auch vielleicht dann Wählerinnen und Wähler, die in der Sache damit einverstanden sind, so ein bisschen
abschrecken kann. Nicht? Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch sehen, dass die Grünen mit dem Wahlkampf und dem Problem so ein bisschen das Schicksal erlitten haben, was eigentlich alle Parteien außer der CDU erlitten haben, weil was sie mit der SPD natürlich schon verbindet, ist, dass sie eine reformistische Partei sind. Also die wollen irgendwie noch was machen, die Grünen. Das ist ja bei der CDU eigentlich nicht mehr so. Und das ist ja der Grund für den Erfolg der CDU. Nicht? Das ist ja, das muss man ja dazu sagen. Nicht? Also eine Partei, die eigentlich nur noch Koalitionspartner moderiert, die was wollen, wenn man selbst nichts will und damit auf 40% kommt, ja, bildet offensichtlich ein Bedürfnis nach Passivität ab, mit dem man sozusagen relativ viele Zweitstimmen bekommt. Muss das mal sagen. Und das, denke ich, ist so eine Sache, wo man einfach sagen muss, da sind die Grünen vielleicht auch einerseits sympathisch in ihrem Misserfolg und andererseits auch ganz normal. Und da ist die einzige Partei, die das anders macht, die CDU. Also, ich würde mal die These aufstellen, wenn wir dabei so normal gewesen wären, dann hätten wir besser abgeschnitten. Ich glaube, man muss doch auch darauf gucken, was für Zeiten haben wir gerade. Wir haben Zeiten, wo unglaublich viel sich verändert. Ralf hat, glaube ich, am Anfang darauf hingewiesen. Es wird sich, ohne ob man es einem immer so bewusst ist, die Stellung, die wir so mit Westeuropa und Deutschland in der Welt haben, das wird sich massiv verändern. Die Gesellschaft wird älter. Andere Länder werden eine große Rolle spielen. Wir sehen auch, dass das Klima und wie sicher sind wir unserer Zukunft trotz Klimawandel auch ein Gefühl ist. Und ich glaube, wir Grünen, ich weiß gar nicht, ob es, ist ja schön, man kann auch darüber lachen, dass man sagt, die CDU, die will nichts. Vielleicht moderiert die CDU Politik besser in Zeiten eines ungeheuren Wandels. Und wir Grüne haben mit unserem Anspruch, und das stimmt, wir sind eine Kraft der Veränderung, ist ein ganz großes Motiv für mich, in dieser Partei aktiv zu sein. Wir müssen eine Balance finden als Partei, die was verändern will, in Zeiten großen Wandels auch wahrgenommen zu werden als einer Kraft, der man gerne folgt, die Orientierung geben kann und dabei aber auch wirklich zuhört und resonanzfähig ist. Wir sind immer sehr, sehr erpicht darauf, dass wir es gerade richtig machen, sind eigentlich auch ganz schön auf der Suche, das finde ich nämlich, so geht es mir jedenfalls gerade. Und ich glaube, wir müssen wirklich uns diesen Widerspruch einer Partei, die per se veränderungsorientiert ist, in Zeiten großen Wandels einer Gesellschaft, die Orientierung möchte von der Politik, diese auch zu geben. Und da ist vielleicht die CDU im Moment verdammt zeitgemäß. Und wir sollten mal überprüfen, wie zeitgemäß wir sind, weil wir waren ja immer sehr zeitgemäß. Und im Moment bin ich jedenfalls gerne auch hier dieses ganze Wochenende über auf einer gewissen Orientierungssuche für uns. Frau Peter, Sie wollten dazu noch direkt? Gerne, weil ich Herrn Möllers gerne widersprechen würde, dass es uns nicht immer gelingen würde oder dass es uns nicht gelingen würde, die Idee, die Überzeugung von etwas dann umzusetzen, auch in der gesetzgeberischen Position, in der Rahmenbildung. Ich meine, wir haben eine ganze Reihe von Projekten, ob das zum Beispiel, habe ich eben das Thema Energiewende genannt, wo bis heute eine große Übereinstimmung mit der Bevölkerung da ist, diesen Wechsel von den atomaren zu den erneuerbaren Energien zu vollziehen und auch mitzutragen, wenn es zu politischen Entscheidungen kommt. Dort, wo das in den Bundesländern passiert, da ist es dann oft konkreter auch, vielleicht besser fassbarer als auf der Bundesebene, wenn man in der Oppositionsrolle agiert, dass es dann auch eine hohe Kompetenzzuweisung und eine hohe Glaubwürdigkeit gegenüber dem Personal und der Politik gibt. Genauso wie beim Thema Verbraucherschutz, Massentierhaltung. In Niedersachsen hat es dazu geführt, dass man über ein Thema, über die Emotionalisierung dieses Themas dann auch hinbekommen hat, dass der Rahmen, die politische Gestaltung, die Rahmengesetzgebung auch mitgetragen wird und auch mit unterstützt wird. Das heißt, es ist ja nicht so, dass mit dem Anspruch, etwas zu verändern, gleich immer eine abschreckende Haltung gegenüber der Bevölkerung einhergeht. Ich glaube, wichtig, auch aus der ersten Runde nehme ich mit, es geht natürlich um Haltungsfragen, die haben sich aber auch verändert. Sie wollten die Rolle der Presse nicht diskutiert haben. Es gibt Veränderungen in der Wahrnehmung der Grünen. Wir werden mit 15% anders wahrgenommen als mit 7%.
es werden auf bestimmte Aussagen der Grünen wird anders geguckt. Aussagen wie den Veggie Day hatten wir bestimmt früher auch schon drin. Darauf wird konkreter bezogen, da werden auch Kampagnen gebildet. Es sind auch nicht nur einzelne Themen. Ich glaube, das Wahlergebnis kann durchaus als multifaktoriell bewertet werden. Aber wie kann man auch daraus lernen? Und der wichtigste Punkt ist wirklich, die Menschen auch für die Sache so zu begeistern, dass es eine Bewegung, dass eine Bewegung mit angestoßen wird und eben nicht nur den Pfropfen von oben drauf setzen, sondern nach wie vor, wie wir das früher auch gemacht haben, in der Bürgerschaft eine Begeisterung mitzunehmen, Dinge aufzunehmen, wie zum Beispiel jetzt gerade die TTIP-Bewegung oder andere, da auch einfach mit begleitend zu sein, auch ein Ohr zu sein, das auch umzusetzen am Ende. Also zur CDU und die CDU sitzt da und macht nichts. Weiß nicht, ob man damit nicht auch wiederum den außerparlamentarischen Bewegungen so ein bisschen Unrecht tut, also Abschaffung der Wehrpflicht, Ausstieg aus der Atomenergie, Einführung des Mindestlohns. Ich meine, mir fallen zig Dinge ein, die CDU, wo die CDU zwar ihre Wenden nicht erklärt, aber natürlich die vollzogen hat. Das sind genau drei Beispiele, das Gegenteil beweisen. Nicht? Ich meine, die Abschaffung der Wehrpflicht war eine Kabinettsentscheidung, die niemand nachvollziehen konnte, die ein freischwimmender Minister gemacht hat. Der Ausstieg aus der Atomenergie geschah durch ein Ereignis, das sozusagen nochmal dokumentierte. Ja, aber gemacht hat es die CDU. Also ich meine, naja, aber doch nicht aus einer politischen Gestaltung heraus. Woraus auch immer. Und auch nur, weil, das würde ich schon, also das ist ja kein Reformismus. Also da würde ich schon sagen, ich habe wirklich ein bescheidenes Politikverständnis, aber da würde ich ein bisschen mehr, würde ich schon verlangen, um von einer Reformpartei zu reden, als diese drei Beispiele. Das ist was anderes. Also das wollen, glaube ich, auch Frau Heidung nicht, wenn sie sagt, dass die CDU als Vorbild nimmt. Also das würde ich mir jedenfalls nicht für die Grünen wünschen. Nee, ich würde nur... ich habe auch noch gar nicht vom Vorbild gesprochen. Sie sind immer ein bisschen schneller. Sie haben gesagt, davon können Sie was lernen. Ja. Okay. Aber das läuft auch sehr gut. Kommen wir doch mal zum Veggie Day. Also der Veggie Day reiht sich ja für viele Leute ein in Ideen von einem Alkoholverbot in Stuttgart. Was fällt mir noch ein? Verbot von einer bestimmten Werbung und so weiter. Also es gibt eine... Also ist da so eine gewisse... ich finde Tempo 30 und Rauchverbot sind nochmal zwei verschiedene Sachen. Also gibt es so eine gewisse, würden Sie auch sagen, also es gibt so eine gewisse moralisierende Bereitschaft der Grünen zur Erziehungs... ich will nicht sagen Diktatur, aber also so eine Erziehungsfreude. So eine gewisse Erziehungsfreude, also gerade im Zusammenhang mit der Energiewende. Nein, es hat uns ja genau im Gegenteil, es hat uns ja total erschreckt, dass wir als Verbotspartei wahrgenommen werden. Genau den Anspruch wollen wir ja nicht erwecken. Das war ja genau auch eben das Thema Staat und Freiheit, dass wir sagen, wir wollen den Rahmen setzen, zum Beispiel gegen Massentierhaltung, für mehr Verbraucherrechte, dass man sich aussuchen kann, was man isst. Die Botschaften, ich würde schon Tempo 30 und andere Verkehrsregeln, ob das ja 0 Promille brauchen wir jetzt nicht anzusprechen. Veggie Day zielt ja konkret auch auf einen politischen Kontext, exemplarisch dafür stand oder steht, dass mit dem Fleischverzicht auch eine andere Form des Wirtschaftens einhergeht. Also es war schon eine richtige Forderung. Nein, das sage ich ja gar nicht. Nur die. Das ist genau das ist richtig. Es ist ein richtiges Anliegen zu sagen, wir müssen uns damit beschäftigen. Es ist richtig, dass wir zu einem überdimensionalen Fleischkonsum beitragen, der weder tiergerecht ist noch naturgerecht, auch letztlich nicht verbrauchergerecht. Aber geht es darum, dass wir den Einzelnen vorschreiben, was wir machen? Oder hätten wir zum Beispiel, die Kirchen haben mich direkt darauf angesprochen, warum habt ihr nicht zum Beispiel die Bewegung beziehungsweise die gesellschaftlichen Gruppen gesucht, die das als Prinzip ja schon lange mit dem fleischlosen Freitag praktizieren? Das ist ja für uns nicht wirklich was Neues. Es ist ja nicht wirklich was Neues, aber es geht ja grundsätzlich ums Prinzip. Es geht darum, dass man den Ordnungsrahmen herstellt, dass wir die Form der Massentierhaltung, die Form der... Ja, wir wollen reinrufen. Simone, wir wollen reinrufen. Bitte? Ihr wollt reinrufen? Wir wollen mal reinrufen. Ja, darf ich mal einmal reinrufen? Ja. Weil ich finde, was ich so als Nicht-Grüner, was ich halt so interessant finde, ich sage, wir wollen es nicht verbieten.
sondern wir wollen, dass sie sehen, dass wir Recht haben. Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Duktus. Es gibt ja sozusagen paradoxerweise ein liberales Element des Verbots. Das liberale Element des Verbots ist, dass man dem anderen im Grunde was vorschreibt und er darf erstmal dagegen verstoßen und zweitens es ablehnen. Das ist sozusagen die Dialektik eines Verbots, zu sagen, ihr dürft das von nicht, aber ich sage, ich bin gegen das Verbot, ich ende dagegen. Während der grüne Duktus sehr oft ist, und das ist sozusagen der Duktus, mit dem Sie auch bei 0,0 Promille oder so vor die Presse stehen, ist, nein, wir wollen es nicht verbieten, wir wollen euch nur sagen, dass wir ein moralisch richtiges Anliegen haben und dass ihr moralisch irrt, wenn ihr das nicht teilt. Also ich und das finde, ist in gewisser Weise viel weniger liberal sagen, als ein man, Verbot. Nee, und das ist sehr, sehr verbreitet. Und das also ist natürlich ein Staatsverständnis, ich, was moralisierend und problematisch ist. Also ich würde gerne, wenn man Simone, anbietet, weil ich möchte gerade noch einmal ergänzen, wenn man anbietet, den Kantinen freizustellen, einen fleischlosen Tag anzubieten. Das können die auch so machen, das ist verfassungsrechtlich geschützt. Sie können machen, was sie wollen. Also kann Simone, ich Simone, jetzt ist Frau Heidrup. Brauchen Sie die Grünen nicht Das für. Ist doch hier gerade ein wunderbares Beispiel. Wir sind ja eigentlich eine begabte Partei und auch eine sehr vernunftbegabte Partei. Aber es fällt uns unheimlich schwer, mal ein bisschen sensibler dafür zu sein, wie moralisch wir wirken. Deswegen brauchen wir immer unheimlich lange, um zu kapieren, dass die Leute das wirklich als bevormundend erleben. Ich würde jetzt noch nicht sagen, ich glaube, wir haben so erstmal so eine Wirkung. Ich will ja gar nicht sagen, dass das immer so ist, aber wir sind an der Folie sehr verletzlich. Und das, finde ich, müssen wir doch als Erfahrung einfach mal teilen, dass wir manchmal auch länger brauchen, um einzugestehen, wo ist denn das, wo steht das Fettnapf? Ich würde auch sagen, wir müssen aufpassen, es wurde auch instrumentell gegen uns gerichtet. Genau. Man konnte ja nachher gar nicht mehr erklären, wenn man gesagt hat, und wir waren ja auch ich bin ja auch katholisch erzogen, deswegen habe ich immer gedacht, das wird schon gut gehen bei der Gewöhnung an den Freitag, kann man auch mal den Donnerstag ins Spiel bringen. Aber ich wollte jetzt gar nicht über den Veggie-Day im engeren Sinne reden, sondern über uns, dass wir, glaube ich, sehr wohl auch mal kritisch gucken müssen, wo arbeiten wir mit moralischen Argumentationskategorien, wo wir vielleicht besser beraten sind, schlicht mit Anliegen und Überzeugung zu argumentieren. Also, das ist nämlich noch ein Unterschied. Also hätte man die Forderung unter den Tisch fallen lassen sollen? Oder? Also ich habe immer gesagt, dass ich das für absolut richtig halte, wenn man einmal in der Woche nicht Fleisch isst und dass ich davon überzeugt bin und dass ich im Übrigen auch dann vor dem Hintergrund darüber reden kann, was das eigentlich für Folgen hat, wenn das keine Rolle spielt. Aber ob das richtig ist, eine Regulation einzuführen. Also als Appell, so wie Herr Müller gesagt hat. Aber da liegt doch ein kleines Missverständnis vor und das Missverständnis liegt doch einfach darin, dass Sie als Politiker reden und als Politiker in einem liberalen Staat reden Politiker über Dinge, die man regulieren kann. Über andere Dinge sollen sie gar nicht reden. Das heißt, wenn Sie über moralische Anliegen reden als Politiker, ist es kein Missverständnis des Podiums, des Publikums, dass sie dann vermuten, dass sie das auch so regeln wollen. Weil Dinge, die sie nicht regeln wollen, über die würden sie doch vielleicht in einer liberalen Gesellschaft gar nicht reden, weil das sind dann halt Dinge, die keine öffentliche Angelegenheit sind. Also verstehen Sie, das Sprachspiel zu sagen, wir wollen nicht euch verbieten, Fleisch zu essen. Wir wollen euch nur mitteilen, dass es moralisch problematisch ist, Fleisch zu essen, was ja so ist. Nein, Herr Müller, da widerspreche ich Ihnen. Politiker reden nicht nur über Dinge, die sie beabsichtigen zu regulieren. Sie reden auch über gesellschaftlich wichtig zu erreichende Ziele. Sie müssen da immer nur gut unterscheiden. Ich finde das aber richtig. Es ist kein Missverständnis, kein Reins. Das können Sie nicht erzählen, zu sagen, also das ist nicht bevormundend. Habe ich doch gar nicht gesagt. Naja, Sie haben gesagt, Sie haben... Ich habe doch einen Irrtum von uns eingeräumt. Ja, aber Sie haben gesagt, Sie haben es eigentlich nicht gesagt. Sie haben gesagt, wenn ich dann doch mal ganz zitieren darf, wir werden als bevormundend wahrgenommen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das, also sagen, ich glaube, das ist ein bisschen... Ich glaube, dass wir tatsächlich als bevormundend wahrgenommen werden. Ich möchte aber nicht jedem von uns unterstellen, dass wir immer bevormundend sind. Und dann passiert es uns auch mal, dass wir tatsächlich moralisiert haben und bevormunden wollten. Das war doch ein Eingeständnis. Zu der Debatte noch zwei Dinge sagen. Das eine ist doch, dass es ein Stück weit aufgenommen hat, was wir auch immer verstärkt diskutieren, wenn wir mit Welzers oder Page oder wem auch immer auf Podien sitzen, dass es durchaus eine gewisse Bewegung gibt, die auch den Lebensstil der Einzelnen diskutiert. Manchmal kommen solche Diskussionsstränge ja auch aus einem Kontext heraus, dass es durchaus die Diskussion darum gibt, wie verändert sich der Lebensstil, gerade bei jüngeren Leuten, dass man solche Kontexte aufnimmt. Auf der anderen Seite aber
eben den, sagen wir, den politischen Rahmen bilden will, der ja dann auch die Aussage des Wahlprogrammes darstellt, würde ich jetzt mal sagen, dass es aber auch immer wieder ein Problem darstellt, solche Debatten auch durchzuhalten. Das hat Robert Habeck eben im ersten Plenum-Podium auch gesagt. Ob es jetzt sich lohnt, beim Veggie-Day oder bei der Null-Promille sich zu verkämpfen, kann man mal dahingestellt lassen. Ich glaube, es gibt große gesellschaftspolitische Fragen, die wir beantworten müssen, wo wir auch dagegen halten. Das ist zum Beispiel beim Thema Energie der Fall. Wir haben es letztes Jahr nicht geschafft, weil immer durch die Strompreisdebatte uns auf die Füße fiel. Jetzt endlich gelingt es, dass es darum geht, bestimmte Unternehmen sorgen mit ihren Interessen dafür, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher mehr zu bezahlen haben. Wir halten dagegen und halten das auch durch. Für mich ist ein ganz großes Problem auch im Wahlkampf des letzten Jahres gewesen, dass wir bestimmte Argumente für uns auch nicht durchgehalten haben und in der eigenen Partei auch einen Spiegel oder einen Widerspiegel gefunden haben, die das Gegenteil erzählt haben. Auch da müssen wir uns, glaube ich, darüber unterhalten, dass es wichtig sein wird, wenn wir bestimmte Positionen beziehen. Ich möchte den Veggie-Day jetzt, wie gesagt, gar nicht da als Einzelbeispiel nennen, aber dass es dann auch darum geht, daraus wirklich eine Erzählung zu entwickeln und die auch gemeinsam weiterzutragen. Ich würde jetzt gerne noch eine kleine Runde hier machen über die Energiewende und den Staat, beziehungsweise dieses Dreieck Staat, Wirtschaft, Bürgergesellschaft. Wer hat da sozusagen die Hosen an? Und dann ins Publikum geben. Frau Heidock, ich habe den Eindruck, in der Partei, gerade unter den jüngeren Leuten, entwickelt sich wieder so ein ganz neuer Aussteigerdiskurs. Also Nullwachstum, Verzicht, ich steige aus, ich mache nicht mehr mit. Was bedeutet das für die politische Zukunft der Partei? Ist das relevant? Geht das wieder weg? Oder was? Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich muss das ja mal als Bild nehmen. Ich mache nicht mehr mit. Also Harald Welzer, Gerhard Schick hat jetzt auch so ein Buch geschrieben. Da bin ich nicht die richtige Anhängerin von. Ich glaube da nicht dran. Mhm. Und das spiegelt vielleicht auch den Diskurs, den wir Innergrüns haben. Mhm. Ich halte die Geschichte, kein Wachstum oder Nullwachstum als Zielsetzung, da gehöre ich vielleicht auch zu einer Minderheit bei uns, jedenfalls nicht für richtig ehrlich orientierungsstiftend. Es sind wahrscheinlich nicht überall die gleichen Riesenwachstumsdimensionen und Schritte, die jetzt Länder machen, die im Aufholprozess sind, aber ich bin einfach zu sehr auch davon geleitet, dass wenn wir schon eine Partei sind, die auf Veränderung hin orientiert, und damit identifiziere ich mich relativ stark, dann geht das für mich nur auch mit dem Gefühl eines Bildes der Zuversicht und eines positiven Bildes von Zukunft. Und deswegen, wir haben ja bei den Grünen da auch unterschiedliche vielleicht Zugänge, glaube ich, dass Veränderung in bestimmten Qualitäten auch Wachstumsprozesse braucht. Und ich glaube, dass das eine viel höhere positive ein höheres positives Ansteckungspotenzial hat als diese Rückzugstendenz, die Sie beschrieben haben. Also deswegen sage ich ganz offen, ich identifiziere mich damit persönlich als Richtung und Programm relativ wenig. Als Phänomen muss man es aufnehmen und hinhorchen, was ist damit gemeint und wo findet das statt. Ich meine, so eine gesättigte Wohlstandsgesellschaft wie unsere, die kann sich das natürlich auch leisten in einer gewissen Weise. Also da ist nämlich noch die Frage, wo findet das statt und was ist da wirklich an Verzicht dahinter? Da würde ich kritisch fragen. Frau Peter, in der Energiewende, also mein Eindruck war, dass die Grünen in der Ära Jürgen Trittin die Energiewende so ein bisschen gespielt haben als Konflikt zwischen Kapital und den großen Vier und Gesellschaft. Also hier ist die Energiewirtschaft, da ist die Gesellschaft und man inszeniert das als Systemkonflikt. Wie sehen Sie das heute? War das richtig? War das ein Fehler? Und in diesem Dreieck Staat, Bürgergesellschaft, Wirtschaft, wie müssen da die Kräfteverhältnisse sein? Erlaube es mir noch einen Satz zu der Diskussion vorhin, weil ich glaube, es sind ja nicht nur Phänomene, dann wären wir ja selber auch Phänomene gewesen, die wir im Nachhinein nicht ernst genommen hätten, weil wir
vielleicht Einzelgedanken, ne? Frauenbewegung, Frieden, Atom, das waren ja wenige, dass wir das durchaus aufnehmen sollten. Von denjenigen, die denken, dass ein langsamer Umstieg, Ralf Füchs hat dazu ein Buch geschrieben, eine Effizienzrevolution für bestimmte Entwicklungen zu kurz fasst. Ich glaube persönlich auch nicht, dass die reine individuelle Prozess oder Meinungsbildung schneller ist, im Gegenteil, aber dass man die Bewegung nicht aufnimmt und daraus auch nicht versucht, eine Verbindung zu knüpfen und die Probleme sieht, dass wir mit Ressourcenmangel, dass wir mit Klimawandel, dass wir mit Grenzen, die Umwelt bietet, mit Wachstum irgendwo auch nicht weiterkommen, dass wir keine Lösungen haben, was das Gegenteil ist, weil wir erfahren haben bei der Bankenkrise, dass Nullwachstum derzeit zu Arbeitsplätzen, zu Rückentwicklungen führt, aber dass wir in dem Anliegen der Effizienzrevolution wahrscheinlich auch zu langsam sind, um den Ressourcenverbrauch und den Klimawandel irgendwie einzufangen. Das war ja auch der Ansatz, um in Energiewende einzusteigen, um vielleicht in den zweiten Teil der Frage zu kommen oder generell Ihre Frage aufzugreifen. Das Problem haben wir noch nicht wirklich gelöst. Also die Energiewende ist für mich eigentlich ideal angelegt in dem Dreieck Wirtschaft, Bürgerschaft, Staat. Wir haben nicht darauf vertraut, dass die Liberalisierung des Energiemarktes zu mehr Akteursvielfalt führt. Das Gegenteil ist ja passiert. Wir haben eine Konzentrierung gehabt. Gott sei Dank ist die Bewegung von unten über das Erneuerbare Energiengesetz hat dazu geführt, dass jede zweite Kilowattstunde Strom, Ökostrom aus Bürgerhand derzeit produziert wird, dass wir fast 900 Energiegenossenschaften haben, dass wir eben eine Dezentralisierung, eine Demokratisierung der Energieversorgung vorgenommen haben und wir erleben, ob das jetzt der Stopp der Laufzeitverkürzung war nach Fukushima bzw. vor Fukushima durch die Kraft der Energiekonzerne, ob das der permanente Druck der Energiekonzerne oder jetzt der energieintensiven Unternehmen ist, die dagegen angehen, dem sind wir nach wie vor ausgesetzt. Das ist noch lange nicht gewonnen. Auch da hat Hermann Scheer früher immer gesagt, jedes Prozent Ökostrom auf Seite der Bürgerinnen und Bürger wird massiv von den Energiekonzernen angegriffen und von daher ist dieser Kampf weiter zu führen, auf jeden Fall. Gut, also eher so ein bisschen doch mit einem gewissen Misstrauen gegen die Wirtschaft. Herr Möllers, darf ich Sie mal als Sozialdemokrat ansprechen? Wirtschaft ist vielseitig. Ne? Wir haben jetzt eine ganz breite Mittelstands- und bürgerorientierte Wirtschaft angestoßen, okay. Aber die muss auch einen strukturellen Rahmen irgendwo sprengen. Sie als Sozialdemokrat mal gefragt, in diesem Dreieck, wie sehr soll der Staat das dirigieren? Wie sehr kann der Staat das dirigieren, die Energiewende? Das ist ein bisschen eine überdeterminierte Frage, nicht? Da kann man jetzt sagen, so oder so viel. Das ist schwer zu beantworten. Ich würde denken, erstmal ist, glaube ich, klar, dass der Staat keine Energieversorgung garantieren kann, ohne privatwirtschaftliche Anteile. Ich glaube, man muss schon sagen, dass der Gegensatz zwischen Staat und Wirtschaft da vielleicht auch insofern nicht so ganz passend ist, dass wir ja eigentlich Staatsmonopolkapitalismus gehabt haben. Lange Zeit Energiewirtschaft. Wir haben ja Energieversorger gehabt, die gehörten dem Staat. Die haben eine Monopolstruktur gehabt, die dem Staat vom Staat gesichert wurde. Und die haben sich sozusagen Sonderrechte rausgenommen, die andere Wirtschaftsunternehmen nicht haben. Also das ist jetzt, so sozialdemokratisch bin ich jetzt auch nicht, dass ich das gut finden könnte. Sondern ich würde sagen, da ist im Prinzip erstmal... Naja, da ist im Prinzip natürlich erstmal eine Liberalisierung ja durchaus auch etwas, was man... sagen, nicht unbedingt als irgendwie ein rechtes Projekt beurteilen kann oder so, nicht? Sondern da sehen wir erstmal diese Konzerne, die doch irgendwie dysfunktional sind und die, wie wir ja auch gerade beobachten, an der Gewinnerwartung verlernt haben, am Markt zu überleben. Nicht? Das ist ja ein Problem, das kann ja auch keinen Liberalen freuen, wenn die gar kein Geld verdienen können, außer wenn sie sozusagen Gewinngarantien durch Laufzeiten bekommen. Insofern finde ich, würde ich dann schon sagen, haben die Grünen, glaube ich, schon einen Punkt, gerade bei der Energiewende, dass sie in gewisser Weise auch Zwischenbereich, was ihr Staatsverständnis angeht, bei der Energiewende relativ glaubwürdig sein können. Vielleicht glaubwürdiger als bei anderen Fragen, bei Bankenregulierung, Sozialstaat und so, da gibt es immer Fragen, die so ein bisschen, wo man sich vielleicht doch mal anders entscheiden muss, aber gerade bei der Energiewende, denke ich, ist es richtig, dass es da keine Lösung gibt, die einfach sagt Staat oder Wirtschaft. Und das ist, glaube ich, grüne Politik erstmal. Und wenn es Ihnen dann noch gelingt, auf Landesebene vielleicht auch mal nochmal zu schauen, dass bestimmte Entscheidungen, die, glaube ich, gerade für Grüne besonders schmerzlich sind, wie zum Beispiel das Legen von Trassen, von Energietrassen, vielleicht trotzdem so organisiert werden können, dass es akzeptiert sind, dann haben die Grünen, glaube ich, da auch immer noch ein Gebiet, auf dem sie politisch sehr erfolgreich sein können.
wenn es dann bei Ihnen einzahlt. So, meine Damen und Herren, jetzt sind Sie dran. Gibt es von Ihrer Seite Fragen oder hier vorne? Achso, Moment, ich würde vorschlagen, wir sammeln erstmal so drei Fragen und dann können wir hier en bloc, also hier vorne. Und dann sind hier, also erst war der Herr in dem weißen Hemd, dann Sie und dann da hinten, ja. Also fangen wir mal hier vorne an. Da sehen wir mal, Grüne und Technik. Ich wollte gerne an dem kurz ansetzen, was der Robert vorhin gesagt hat, weil mir... Könnten Sie vielleicht ganz kurz Ihren Namen sagen? Dann Michael Merkel. Was der Robert vorhin gesagt hat, dass es ein Problem ist, wenn man am System oder mit dem System fremdelt und dann aber trotzdem die Verantwortung ausüben will. Ich sehe das Problem nicht, dass wir allzu sehr mit dem System fremdeln, ein bisschen schon, aber wir fremdeln hauptsächlich mit dem Volk, mit den Deutschen. Das ist unser Problem. Wir mögen unsere Leute nicht und es ist ganz schwierig, Leute regieren zu wollen, die man nicht mag. Und daraus entstehen nach meiner Meinung auch diese ganzen anderen Probleme, die wir haben. Wir wirken deswegen so moralisch fordernd, weil wir den Leuten nicht zutrauen, dass sie von sich aus das tun, was richtig ist. Und das ist das Problem. Und deswegen neigen wir dazu, das von denen entweder moralisch einzufordern oder es erzwingen zu wollen. Und 89, da haben wir deswegen nicht darauf richtig reagiert, weil ein Teil von uns, und da gehört zum Beispiel auch Joschka dazu, der Meinung waren, wir haben die Teilung als Strafe durchaus verdient gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zweitens noch mehr Deutsche auf einen Haufen, das ist aber jetzt richtig gefährlich. Und was den letzten Wahlkampf betrifft, mit dem ganzen Mist, den wir da hatten, brauchen wir im Detail nicht drauf einzugehen, aber der Mist, der kommt daher, schon von der Grundsatzherangehensweise, wie wir das gemacht haben. Wir haben dieses Land in den letzten 30 Jahren unglaublich verändert. Wer das Land von 68, 70 kennt wie ich, der kann überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass das nicht eine ganz tolle Entwicklung war. Und das meiste davon ist von uns angestoßen worden. Und dann gehen wir dahin und schreiben ein 280 oder 380 Seiten Programm, in dem wir zuerst mal in der Präambel nur schreiben, was wir alles scheiße finden und warum das hier alles furchtbar ist. Und deswegen müssen wir alles verändern. Und die Frau Merkel hat mit ihrer Stabilität in einem Weiter-so hauptsächlich deswegen Erfolg, nicht weil die Leute, die inzwischen aus unserer Entwicklung heraus nämlich bereit sind zu Veränderungen, das alles so furchtbar finden, sondern einfach, weil sie uns und anderen misstrauen, die nicht erkennen, wie gut das ist, was wir verändern wollen und dass wir deswegen auf das eingehen müssen und sie uns deswegen nicht zutrauen, dass wir nicht das, was sie gut finden, zerstören, um zu verändern. Okay, danke. Ja, Bär, mein Name. Ich habe nur zwei Punkte. Das eine ist eine Rückbestätigung, die ich versuche zu finden im Zuge der vielen Ausführungen. Ich verstehe also richtig, die Grünen sind derzeit nur deswegen an dem Status quo angekommen, weil sie sich durch die Parlamente zu einer gewissen Disziplinierung hinreißen haben lassen und dabei angefangen werden, von der Gesellschaft ernster genommen zu werden und damit sozusagen den Verantwortungsernst ihnen den Grünen nämlich anfängt, langsam abzunehmen. Was ja bedeutet, dass ja auf Deutsch die Grünen noch konservativer werden müssen, als wie sie es jetzt schon sind. Habe ich das so grundsätzlich richtig verstanden? Wenn das so ist, übrigens liegt auch zentral das Problem, Verantwortungsernst verträgt sich nicht mit Abenteuer. Und damit ist auch schon damit die Geschichte, also sprich die Vergangenheit der Grünen, obsolet, dass sie noch irgendwelche Eskapaden anfangen sollte, wenn sie anfangen will, verantwortungsernst zu werden. Zweiter Punkt ist zu der Frage von Herrn Siller, der fragte nach der Sehnsucht, warum diese Ende der Erzählung Abfolge der Zeit und die Abfolge in auf der Zeitachse sich vor Augen zu halten. Ich glaube, der Grund ist hierbei ganz subtil.
dass die, die sich partei- oder politisch engagieren wollen, Wirkerfolge, Erfolgserlebnisse suchen und eins nicht mehr ertragen und wollen, ist viel, viel Aufwand, viel, viel Aufwand aufbringen und letztlich unterm Strich keine Ergebnisse zu finden, positive Ergebnisse vor allen Dingen vorzufinden. Also die Zeit sinnlos vergeuden will keiner gern. Und ich glaube, was ich sagen will, ist, Sie haben es in Zukunft mit einer kompetenteren Wählerschaft zu tun, die analytischer an die Sache rangeht, die Kapazitätsgrenzen schnell erreicht und erkennt und deswegen sich sinnvoll und erfolgsorientiert einbringen will. Und deswegen müssen Sie, glaube ich, das, was Sie fordern, das, was Sie als Motivlage an einen Bildschirm übertragen, in einer Qualität bringen, wo Sie nicht mehr wie früher Kinder aus den Hinterhöfen rauslocken wollen, sondern etwas anspruchsvoller mit wirklicher Zielerreichung. Danke. Ich glaube, jetzt war hier vorne. Philipp Schulte aus Münster, hallo. Ich wollte gerne einen liberalen Aspekt beim Verbot noch ergänzen. Und zwar, das Verbot hat einen ganz wichtigen liberalen Teil noch. Es ermöglicht nämlich dem anderen auch, seine Rechte auszuleben. Also staatsrechtlich würde man es praktische Konkordanz nennen. Und das ist was, was mir fehlt, was mir in dieser Debatte fehlt, was mir auch in dieser Freiheitsdebatte fehlt. Wenn wir uns nämlich angucken, wir tun die ganze Zeit so, als könnten wir uns das erlauben, als könnten wir uns hier hinstellen und sagen, naja, Veggie Day, ja, nein, ach, passt uns nicht so gut, lassen wir das mal. Wir haben 30 Jahre, können wir ungefähr noch sagen, 600 Gigatonnen CO2 können wir noch emittieren. Das Potsdam-Institut ist um die Ecke. Die Befunde sind völlig klar, die Klimaanalysen sind völlig klar. Letzte Woche hat der UN-Klimarat nochmal berichtet, wir haben überhaupt keinen Spielraum mehr. Und wir leben weit über unsere Verhältnisse, diese gesamte Gesellschaft ganz locker. Und indem wir das immer wieder negieren und indem wir immer wieder sagen, naja gut, das ist jetzt so, das passt uns nicht, das lassen wir mal, dadurch beschneiden wir nämlich die Rechte der nachfolgenden Generationen, aber auch die Rechte der anderen Menschen auf diesem Planeten ganz erheblich. Haiyan ist ein Beispiel, das sind alles Folgen von unserem Lebenswandel, den wir anrichten und ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt bei dem Verbot zu sehen. Wenn man verbietet, dann ermöglicht man anderen Menschen tatsächlich ihre Rechte auch zu leben. Vielen Dank. Wir machen jetzt mal kurz eine kleine Zwischenrunde. Also ich glaube, die Fragen von Herrn Merker oder die Anmerkungen von Herrn Merker und Herrn Beer kann man so ein bisschen thematisch zusammenfassen. Die Grünen und ihr Publikum oder die Grünen und ihr Gegenüber in der Gesellschaft. Haben die Grünen ihr Publikum zu wenig geschätzt? Wer auch immer antworten möchte. Ich habe gerade schon zu Frau Heiduck gesagt, als Sie meinen, die Grünen mögen nicht, wenn sie regieren, das ist das Problem. Also ich weiß nicht, ob es so leicht ist, jemanden zu regieren zu können, den man mag. Also bin ich mir nicht so ganz sicher. Das kann auch sehr schwierig sein. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich finde diese ganze Debatte auch, ich habe auch Herrn Habeck vorhin zugehört, mit Blick auf die Frage der Identifikation mit dem Staat, auch Ihr Beispiel mit AußenministerInnen Grün. Ich glaube, ich witteriere immer noch so eine gewisse Übererwartung an Identifikation mit Politik, durch Politik. Ich glaube, was an dem Außenminister und Innengrün unglaublich grün ist, ist nicht, dass man sich rechtfertigen muss, dass man Außenminister ist, sondern dass man nochmal sagen muss, was man innen ist. Innen interessiert aber eigentlich keinen. Innen ist sozusagen der Überschuss, den andere Parteien gar nicht geben, weil man gar nicht sagen muss, aber meine wahre Überzeugung ist noch das. Das ist sehr grün, glaube ich. Dieser Überschuss an Innerlichkeit, der immer noch kommuniziert werden muss. Und das führt dann auch zu dieser Diskussion darüber, ob wir sozusagen wirklich angekommen sind. Meinen Sie, irgendwie ein CDU-Minister ist wirklich angekommen? Hasst er nicht manchmal diesen Staat? Fühlt er sich nicht unwohl? Ich glaube, das ist so ein gutes bürgerlich-katholisches Doppelleben, wird immer diese dunkle Seite haben, in der sie sich... Ich weiß, wovon ich rede, in der man sich gerade nicht identifiziert, das ist im Grunde auch ein Stück Freiheit, während bei den Grünen auch diese Vermutung ist, wir müssen eigentlich in unserem Amt aufgehen, unsere Innenseite muss mit unserer Außenseite korrespondieren und authentisch sein und am besten noch mit dem Publikum in einen Swing damit kommen. Das scheint mir eine politische Romantik zu sein, die viel Energie in die Partei auch reinbringt, aber die ich auch ein bisschen putzig finde vielleicht einfach, wenn ich das mal so sagen darf. Mit der Freiheit, wenn ich diesen zweiten Punkt noch ganz kurz machen darf, mit der Freiheit, das habe ich natürlich mit dem Verbot etwas anders gemeint, nicht? Weil ich habe zwar gesagt, es gibt eine immanente Liberalität des Verbots, aber es gibt, glaube ich, es gibt auch ein Problem damit,
wenn ich Ihr Argument mal so ein bisschen, wenn Sie mir das gestatten, so ein bisschen zuspitze und auch durch den Kakao ziehen darf, so vorsichtig. Das ist einerseits, glaube ich, ein technokratisches Argument, weil Sie sagen, wir haben keine Wahl mehr, weil die Fakten sind so und so. Da bin ich immer misstrauisch. Und es ist ein Technokrat. Und zweitens ist es ein Argument, dass mit der Nachhaltigkeit in künftigen Generationen immer sozusagen potenzielle Freiheit gegen aktuelle Freiheit ausspielt. Das ist genau dasselbe wie Kinderrechte. Nachhaltig und Kinderrechte heißt immer, ich nehme die Freiheit von anderen, die nichts sagen, und setze damit meine Politik durch. Da ist ein freiheitstheoretisches Problem drin, weil da natürlich sozusagen Leute, die nicht reden können, in Anspruch nehmen, um ihre politischen Überzeugungen durchzusetzen. Und da, ich sehe, das Nachhaltigkeitsargument hat viel für sich, ich lehne das nicht per se ab, aber es gibt eine Struktur bei den Grünen zu sagen, wir nehmen mal die Rechte von den anderen gleich mit und erklären denen, weil sie als Kinder sind oder weil sie noch nicht geboren sind, mal was für sie Freiheit gut ist, und dann ziehen wir das durch. Da ist sozusagen ein freiheitstheoretisches Problem, und das ist dann letztlich wahrscheinlich doch strukturell paternalistisch. Ich würde gerne noch mal was ergänzen, weil ich das eine gar nicht so falsche Beschreibung fand, als Michael Merkel uns gefragt hat, wie halten wir es denn mit den Menschen? Ne? Mögen wir die auch, wenn wir beanspruchen, sie regieren zu wollen? Wir kommen natürlich aus einer Geschichte der Partei, die eine kleine Partei ist und die deswegen immer die Mehrheit so leicht und auch spürbar und viele Kräfte gegen sich erlebt hat. Aus dem Verständnis heraus, glaube ich, ist das erstmal klar, dass das nicht so ist, als wenn man Volkspartei ist, wo man eine viel breitere Verankerung in der Gesellschaft hat. Das ist erstmal per se für uns anders. Ich glaube, dass das aber vom Grundsatz her nicht ganz unwichtig ist, jetzt nicht immer die Gesellschaft oder die Bevölkerung als anders wahrzunehmen, wenn man weiß, wie viel wir in den letzten 40 Jahren innerlich geprägt haben. Ich möchte mal sagen, warum ich dieses Bild mit dem Außenminister und innen grün ziemlich genial fand. Das lag nämlich daran, jeder hat diesen grünen Joschka Fischer abgenommen, dass er mit Leib und Seele Außenminister war. Und gleichzeitig hat jeder diesem Außenminister abgenommen, der ja recht beliebt war als Außenminister, dass er immer ein Grüner bleibt. Das ist dieses wichtige Wechselspiel. Wir haben ja unterschiedliches Publikum. Wir haben unsere grüne Partei, die wir uns verbindet ja was. Und ich möchte anknüpfen an das, was du gesagt hast. Philipp, habe ich das jetzt richtig behalten? Für uns ist das total handlungsleitend, dass wir glauben, wir müssen uns wirklich dramatisch verändern, um der Zukunft gegenüber verantwortungsbewusst und gerecht zu handeln. Das ist, glaube ich, etwas, was uns sehr eint und eine Antriebsfeder ist. Ich glaube, wir müssen uns aber auch damit auseinandersetzen, und da komme ich auf das Thema Erzählung, dass unsere Erzählung immer ganz oft eine beladene und sorgenvolle Erzählung ist mit einer schwierigen Zukunft. Und so eine Erzählung ist nicht immer motivierend und gewinnend. Wir haben ganz häufig Negativerzählungen. Und die werden natürlich auch bewertet im Wettkampf mit anderen Parteien. Also wenn wir es schaffen, vor dem inneren Antrieb unserer Verantwortung für die Zukunft dennoch auch mehr positive Geschichten zu erzählen, fände ich, wäre das wichtig. Wir leben in einer Demokratie, da sind Mehrheiten entscheidend und nicht immer entscheidend, ob man glaubt, Recht zu haben. Und deswegen müssen wir auf dieses Gewinnende, finde ich, mehr Wert legen. Und ich glaube auch gar nicht, dass per se verantwortliches Handeln immer völlig ohne Abenteuer ist. Also ich habe die Politik immer ziemlich abenteuerlich erlebt. Okay. Wollten Sie noch? Natürlich. Okay. Klar. Zu Michael, was den Bezug zu unseren Wählerinnen und Wählern oder generell zu Wählerinnen und Wählern herstellt. Ich empfinde das als sehr ebenenabhängig. Wir haben uns alle nach der Wahl gewundert, nanu, warum finden denn viele Angela Merkel gut, warum hat sie so eine breite Unterstützung, was haben wir da falsch gemacht in unseren Botschaften? Auf der Landesebene ist es so, dass wir mit den 7 Regierungsbeteiligungen derzeit knapp 50 Millionen Menschen regieren und dort das Bemühen haben, ich kann das jetzt aus der Regierungsperspektive auf die Landesebene beziehen oder auch auf die Kommunalebenen, wo das Bemühen da ist, die mit den Bürgerinnen und Bürgern Projekte zu gestalten, in vielerlei Hinsicht mehr Demokratie voranzubringen, das Thema Transparenz auf die Agenda zu setzen, konkrete Projekte direkt mit Bürgerinitiativen, mit Umweltverbänden, sonstigen Verbänden voranzubringen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es dort überall Brüche gibt. Es ist ja ganz unterschiedlich eine Bewertung. Wir haben ja durchaus auch unterschiedliche Zustimmungen von der kommunalen über die Landes- bis zur Bundesebene. Vielleicht muss man sich
da auch mal auf Bundesebene angucken, was sind denn die Erzählungen, die wir auf den anderen Ebenen haben, die praktischen Anwendungen, die dann auch überzeugend wirken. Da muss man Menschen mitnehmen, wenngleich ich da bei Philipp bin, dass mich schon auch das Problem umtreibt, wir haben einfach verdammt wenig Zeit. Also es ist ja nicht mehr einfach nur eine Interpretationssache, ob die Ressourcen verbraucht sind, ob der Klimawandel wirklich die Zukunft unserer nachfolgenden Generationen zerstört und wie wir das einbetten, Mehrheiten dafür zu gewinnen. Natürlich mit Negativbotschaften haben wir unsere Erfahrungen gemacht, aber mir ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir es durchhalten, und da haben wir, habe ich ja eben Beispiele genannt, den Verbraucherschutz, den Tierschutz, die Energiewende, und uns da auch nicht vom Kurs abbringen lassen, dann ist das auch ein überzeugender Pfad und auch einer, wo wir Menschen mit gewinnen können. Und ich glaube, wir haben überhaupt keine andere Wahl, als alle Bewegungen von unten, unsere politischen Möglichkeiten, die verschiedenen Ebenen zu nutzen, um dieses Problem irgendwie in den Griff zu kriegen. Danke, jetzt geht es da hinten weiter. Genau. Daniel Konstein, mein Name. Ich möchte mich outen. Ich bin ein Wachstumskritiker und ich bin trotzdem Grüner. Und ich finde das überhaupt nicht negativ. Und ich glaube auch nicht, dass das eine negative, dass das nur eine negative Vision über die Zukunft darstellt. Ich möchte da jetzt aber auch nicht weiter darauf eingehen, sondern möchte eher fragen, da steht ja, welche Akteure? Ja, welche Akteure nehmen wir Grünen denn wirklich wahr als relevant? Welche Akteure nehmen wir wahr als die Bewegung, auf die wir uns beziehen? Und dann frage ich mich, wie kann es denn sein, dass so etwas untergeht und überhaupt nicht mehr darüber geredet wird, dass in einem grünen Mitgliederentscheid die drittstärkste Fraktion der Stimmen an diejenigen gingen, die ein politisches Projekt gefordert haben, was da hieß Abschied von einem alten Wohlstandsverständnis, Bau eines neuen Wohlstandsindikators. Das kann man als Projekt für verkürzt halten, aber was sich da doch ausgedrückt hat, ist eine deutlich größere Zahl an Leuten, die kritisch mit dem aktuellen Wohlstands- und auch Wachstumsbegriff umgehen, als das jetzt gemeinsam, gemeinhin dargestellt wird. Und ich möchte auch fragen, nicht nur, wie, da muss man halt in die Partei schauen, ich möchte auch fragen, wo schaut man denn als Partei außerhalb auf die Bewegungen? Ich bin Koordinator der Degrowth-Konferenz 2014 in Leipzig, einem großen wachstumskritischen Kongress. Wenn ich mich frage, wie viel von dem, was das Amt für Werbefreiheit und gutes Leben hier in Berlin macht, wird von den Grünen aufgegriffen? Wie viel von dem, was das Ministerium für Glück macht, wird von den Grünen aufgegriffen? Wie viel von dem, was vom Netzwerk Wachstumswende gemacht wird, wird von den Grünen aufgegriffen? Was nehmen wir eigentlich wahr, was da gerade in der Nachhaltigkeitsdebatte entsteht, unter den jungen nachhaltigkeitskritischen Akteuren entsteht? Und wie viel davon nehmen wir wirklich als in die Partei auf und nehmen es als Argument ernst? Und dann eben nicht so, dass man sich, und das muss ich tatsächlich eine Person nennen, wie Ralf Füchs hinstellt, und sagt, ich baue mir jetzt einen Popanz auf, den nenne ich Wachstumskritik, und das ist alles Negative und Rezession, und dann geht es uns alles schlecht, und darauf schlage ich jetzt ein. Aber er hat es so nicht geschrieben. Entschuldigung. Nee, bitte formulieren Sie Ihre Frage zu Ende. Danke, und dann ich werde nur gerade kurz unterbrochen. Und man eher fragen könnte, wie kann man denn mal miteinander reden und darüber reden, was wollen denn Wachstumskritiker eigentlich? Ich koordiniere eine Gruppe von 50 Ehrenamtlichen und ich habe das Gefühl, die wenigsten von denen wollen zurück in die Steinzeit. Und die wenigsten von denen wollen staatlichen Dirigismus ins Schrumpfen, sondern also die Sie meisten sagen, von denen wollen gutes Leben. Und ich frage mich, wo nehmen wir das als Partei auf? Okay. Jetzt die Dame hier vorne. Mikro kommt. Hier vorne. Ja, Ursula Hartl-Lenz aus Berlin. Mir ist vor allen Dingen in der ersten Gesprächsrunde aufgefallen, dass Frauen überhaupt gar nicht vorkamen. Sie kamen nur vor, da stelle ich jetzt vielleicht so ein bisschen, in dem Begriff Misstrauen. Misstrauen meinte die Quotierung. Und es gab ja auch mal ein, zwei Zwischenrufe zu diesem Thema. Ich könnte das jetzt selbst auch nicht unbedingt beantworten. Aber es hat doch, wenn man das mit 68 verbindet, eine unglaubliche Veränderung des Geschlechterverhältnisses gegeben. Und die ist ja immer noch im Gange. Und da gibt es ja auch Auseinandersetzungen drüber. Und wir wissen ja, dass Frauen, gerade junge Frauen, immer die Grünen überproportional gewählt haben. Also das hat mir in Punkt 1 gefehlt und natürlich auch beim Staatsverständnis, wenn man das mal nicht so abstrakt definieren will, bei der Frage, welche Akteure, spielte das einfach vom Ansatz her gar keine Rolle. Auch bei der Frage Natur und Technik, bei der Energiewende, also ich habe das auch nur als Frage, ja, im Kopf,
Da wurde so gesagt, das wurde irgendwie so technisch und so mit Zahlen gebracht. Da könnte man sich ja auch fragen, wäre vielleicht eine Veränderung der Technik eine Idee? Also ich habe nur gehört, es muss jetzt wohl ein Auto geben, ich weiß gar nicht welches. Das soll von Frauen konzipiert sein. Also vielleicht weiß es jemand besser. Ich fand es einfach eine gute Idee. Und insofern, ja, es ist eine Frage. Es war also für ganz viele ja 68 und in der Folgezeit eine Motivation, sich überhaupt selber zu aktivieren. Wenn man an die 50er denkt, ja, und an dieses ganze Rollenmodell, ich brauche das nicht auszuführen. Ich hätte vielleicht auch Frau Lau gebeten, darauf zu antworten. Auf die Frage, warum, ja, was bedeutet es, dass die Frauenbewegung, aber auch die Gleichstellungsbewegung bisher in dem Diskurs nicht vorkommen, während sie bei Ralf Füchs am Anfang ja vorkam. Okay, jetzt hier vorne, erste Reihe. Heiner Benking, wir haben jetzt über den Problemraum ausreichend perplex lamentiert. Wie können Lösungsräume aussehen? Und wenn ich gerade gehört habe, Zahlen schaffen keine Erzählung, Worte und Begriffe machen es auch nicht. Der Raum zwischen Begriffen und Zeilen und Kulturen ist so groß, dass wir endlich mal ein anderes Denken einsetzen wollen. Und das darf nicht nur mit Worten sein, das muss performativ sein. Von einer lebendigen Demokratie reden wir seit 10 Jahren. Wir versuchen durch Erörterungsverfahren wirklich diesen Rahmen noch ein bisschen zu erweitern. Und da brauchen wir nicht Neues denken. Novalis hat gesagt, Zahlen und Symbole und Strukturen reichen nicht. Da müssen wir das konkret machen. Und ich glaube, was Frau Peters gesagt hat, dieses Konkretmachen, das Kontextualisieren, da ist eine Riesenchance. Und wenn Sie wirklich mal bei den ganzen Gipfeln, die wir seit 92 immer mal wieder sehen und auch bewegen, wenn Sie mal geguckt haben, was wir in Kopenhagen gemacht haben, da haben wir Kopenhagen gemacht, um nämlich die Religionen, die Mediziner, die Ernährungsleute in der Zivilgesellschaft zusammenzubringen. Und wenn Sie dann mal gucken, dass es parallel immer Mediendelegierten-Dialoge bei den ECOSOC-Tagungen immer gibt, damit wir endlich mal zumindest Medien und Häuptlinge miteinander reden lassen, und zwar deren Second- und Thirdliner, also die, denen ihnen was helfen. Eben ohne Worte, sondern mit einer anderen Zuhörzug und Ermutigungskultur. Jetzt ist gleich hinter Ihnen der Herr dran und dann machen wir erstmal wieder eine Runde hier oben. Wir wollen ja ein bisschen über die Bundestagswahl nachdenken und die grüne Erzählung finden. Und da hat mich verwundert, dass vorhin bei dem Thema Veggie Day die Runde ins Schwimmen geraten ist. Weil in meiner Vorstellung, und zwar als Betroffener, der sich damals ziemlich aufgeregt hat, was er jetzt nicht mehr so viel Fleisch essen sollte, also eher dem negativ gegenüberstand und auch diese Betroffenheit, die in den Medien dann zu dem Hype geführt hat, nachvollziehen konnte und als grausame Botschaft des Wahlkampfs verstanden hat, im Nachhinein betrachtet, ist doch der Begriff Veggie Day eine grandiose, in diesem Fall kurze, grüne Erzählung, die ihre Wirkung halt jetzt erst entfaltet, wenn man die Medienreaktionen zum Thema Fleischkonsum, Massentierhaltung und so weiter, die im Nachgang der Bundestagswahl jetzt über die Bundesrepublik schwemmt, betrachtet. Die Erzählung fand statt, hat nicht sofort zur richtigen gewünschten Wirkung geführt, aber möglicherweise später und wird uns noch zugutekommen. Okay, dann machen wir jetzt erstmal eine Runde hier oben. Ja, gerne. Also vor allen Dingen, glaube ich, Wachstumskritik hatten wir ja vorhin schon mal kurz das Thema. Macht die Partei zu wenig mit denjenigen, die das propagieren? Also wir hatten ja schon gute Ansätze, gute Überlegungen, gute Diskussionen. Es gab ja die Enquete-Kommission zu Wachstum, die meines Erachtens auch zu einer Reihe guten Antworten, aber noch nicht befriedigende Antworten geführt hat. Da hätten wir uns ja gewünscht, dass das weitergeht, dass die Diskussion weitergeht. Was heißt für uns Wachstum, was heißt für uns Wohlstand? Das wird sehr gut aufgenommen. Du hast es eben gesagt, in den Bewegungen, in dem, was vor allem junge Leute derzeit auf den Kopf stellen. Das war der Spiegeltitel diese Woche hochgezogen. Ich habe eben von den Diskussionen von Wälzer oder Pech, die gut besucht sind, die etwas aufnehmen. Man kann das werten, wie man will, aber ich würde
auch sagen, wir müssen diese Diskussionen aufnehmen. Wir haben sie aufgenommen. Wir haben auch gerade den Begriff, das gute Leben, das wäre für mich zum Beispiel eine Erzählung, dass es darum geht, was ist mit einem guten Leben verbunden, dass wir beim nächsten Länderrat ja, uns konkret zum Ziel genommen haben, über Wachstum, Wohlstand, gutes Leben zu diskutieren, um da auch einen Programmprozess daraus zu entwickeln. Was sind dann auch die Botschaften und die konkreten Konzepte, die dahinter formuliert werden. Von daher, ich nehme das absolut positiv auf, dass wir diese Debatte führen, dass wir sie auch so führen, dass sie die verschiedenen Ansätze einbindet. Und ich hätte konkret sehr viel Spaß dran, mit eurer Gruppe, mit den 50 Initiativen dahinter sehr schnell ins Gespräch zu kommen. Ich möchte da gerne anschließen, zumal ich mich kritisch angesprochen fühle, weil ich ja hier vorhin auch gesagt habe, dass ich nicht so überzeugt bin von einer Nullwachstumsperspektive. Ich gehöre aber zu den Grünen auch, die bei den paar Stimmen, die wir hatten, dieses Projekt mit nach vorne gewählt hat. Weil ich davon zutiefst überzeugt bin, dass wir was anderes brauchen, um unseren Wohlstand zu messen. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Das ist aber nicht gleich dasselbe. Und wachstumskritisch bin ich auch. Aber es ist nicht gleich dasselbe. Und ich finde es auch gut, wenn wir die Auseinandersetzung führen und gar nicht immer zu schnell alle einig sind. Inwiefern ist wirklich nicht mehr als ein Nullwachstum drin? Oder inwiefern bringen wir andere Fragen des Lebensstils nicht immer gleich im Gegensatz mit Nullwachstum? Eine Lebensstildebatte mit einer anderen Work-Life-Balance, die muss man allemal führen. Aber gerade als eine Partei, die einen sehr, sehr hohen Standard einfordert für soziale Fragen, für Bildungsinstitutionen und da auch ein hohes Verständnis hat, Aufgaben des Gemeinwohls auch solide und nachhaltig qualitativ erstmal zu gestalten und zu finanzieren, die hat nach meiner Erfahrung Schwierigkeiten, das mit einer Nullwachstumsstrategie in allen Bereichen zu machen. Es kann sein, dass ich mich irre. Ich wollte nur sagen, diese Debatte, die führen wir, glaube ich, besonders klug, wenn wir nicht zu schnell uns aufteilen in die Wachstumsfreaks. Und ich verstehe Ralfs Buch ganz anders. Das hat eine ganz hohe Aufforderung an Veränderung unserer Gesellschaft. Selten waren wir so radikal, wie Ralf es von uns verlangt. Und andererseits liegt aber, glaube ich, auch einfach im Streit und in der Diskussion miteinander vielleicht die Qualität, die wir auch nach außen brauchen. Ja. Ich hätte nur drei kleine Beobachtungen. Das eine ist natürlich also Emanzipation, Frauenbewegung. Für mich ist es natürlich als Außenstehenden schon so, dass ich sagen muss, viele der Emanzipationsbewegungen kann ich den Grünen natürlich jetzt auch nicht so komplett zurechnen. Nicht? Also ich möchte nicht, dass die Frauenbewegung ist jetzt nicht einfach nur ein grünes Projekt gewesen. Die Frauenbewegung ist 100, ja nun, mein Gott, ja, wahrscheinlich, weil wir sie 100 Jahre länger gemacht haben. Nicht? Daran könnte es liegen. Nicht? Also damit meine ich nicht, dass die Grünen nicht da sozusagen mit einer Radikalität zu Ende gedacht haben, die auch wichtig ist. Aber ich denke tatsächlich schon, aber ich meine, Geschichten haben Anfang und Ende, aber am Anfang haben sie halt auch. Also das muss man, glaube ich, schon klar sagen. Das Zweite ist, ich finde es interessant, dass der Kollege, der über Performativität geredet hat, genauso wie das letzte Panel von Herrn Habeck, da hörte ich so ein bisschen raus, naja, wir machen zu wenig Form, wir sind zu wenig performativ, wir reden immer nur Argumente. Ich muss sagen, und das meine ich absolut positiv und anerkennend, ich kenne überhaupt keine Partei, die so performativ ist, wie die Grünen. Ich meine, die Grünen machen doch von den Sonnenblumen bis zu, ich weiß nicht was, verbinden wir doch mit den Grünen wirklich Performance und das ist nicht schlecht. Aber es gibt keine andere Partei, die das so macht. Ich finde es nur interessant, dass Sie das Gefühl haben, Sie machen zu wenig davon. Vielleicht machen Sie dafür zu wenig, aber Sie machen jedenfalls mehr als alle anderen. Nicht? Also das finde ich interessant. Die letzte Bemerkung vielleicht nochmal zu gutem Leben und Veggie Day. Ich finde, wenn Sie die Diskussion führen, müssen Sie sich klar machen, Sie werden immer wieder in diesen Moralismusverdacht geraten. Das sollen Sie durchaus, können Sie auch durchaus offensiv angehen, aber es wird natürlich kommen, weil gutes Leben ist eine Kategorie, wo viele Leute sagen würden, ein gutes Leben ist für mich eine Politik, die nicht von gutem Leben redet. Nicht? Und gleichzeitig finde ich den Beitrag von den Kollegen, der über den Veggie, der nochmal nachgedacht hat, eigentlich sehr gut. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Beobachtung. Die Grünen stoßen Dinge an, sie werden dafür abgelehnt, sie werden abgewählt, aber das Thema bleibt. Und dann ändert sich was. Und das bedeutet, glaube ich, und das ist, naja, ich glaube, dass das so ist, wie grüne Politik funktioniert. Und ich glaube, dass sie sich einfach damit abfinden müssen, dass das Funktionieren von grüner Politik...
ich glaube, Sie sind halt nicht, naja, ich glaube, Sie leben so ein bisschen in der Illusion, wenn ich das nochmal sagen darf, zu glauben, Sie sind auf dem Weg zur Volkspartei. Das sind Sie halt nicht. Sondern Sie sind, und Gott sei Dank, nein, Gott sei Dank, weil Ihr Potenzial, das, was interessant an den Grünen ist, was interessanter an den Grünen ist als an der SPD, und die Grünen sind die interessantere Partei, das kann ich, also, kann ich Ihnen sofort unterschreiben, das Interessante daran ist halt auch nur möglich, weil Sie keine Volkspartei werden. Die Dialektik, die müssen Sie nicht kaufen, Sie müssen Wahlkämpfe machen, Sie müssen gewinnen, aber die Dialektik ist, glaube ich, die, auf die werden Sie faktisch nicht hinwegkommen. Ihre Anregungen und sagen, das, wo Sie Leute voranbringen, ist eine Avantgarde-Aufgabe, und eine Avantgarde-Aufgabe endet irgendwo unter 15%. Da ich direkt angesprochen worden bin in Sachen Frauen und Frauen erfinden das Rad neu. Also ich glaube, die Zeiten, wo man die Frauenbewegung einfach so eingemeinden konnte, als Erzählung, oder sie, die sind total vorbei, deshalb, weil es einfach zu viel Heterogenität gibt dort. Und da ich finde, dass die Grünen da auch den Fehler gemacht haben, sich den eigenen Widersprüchen zu wenig zu stellen. Zum Beispiel vermisse ich eine Debatte über das Thema Prostitution, bei der sozusagen die widersprüchlichen Haltungen, wie sehen wir Prostituierte, wie sehen wir unseren eigenen Gesetzentwurf damals, also formuliere jetzt aus Ihrer Sicht, wie sehen die Grünen den rot-grünen Gesetzentwurf von damals, was ist da passiert, ist es tatsächlich so, dass jede Prostitution Menschenhandel ist und so weiter und so fort. Und da könnte ich Ihnen 1000 Themen aufzählen. Ich finde zum Beispiel, warum fragen sich Grüne nicht, warum gibt es noch 100.000 Abtreibungen im Jahr, trotz der vielen Aufklärung, warum ist das so? Also ich finde es wirklich interessant, und ich finde das, naja, ist ein weites Feld. Aber also deswegen glaube ich, ja, natürlich gehört die Frauenbewegung und auch das, was einzelne Frauen über ihr Leben zu erzielen haben, gerade auch in Folge von 68 und so weiter, gehört zu den Grünen, aber es ist nicht völlig klar, was damit gemeint ist, so will ich nur sagen. Also ich finde, das ist nicht einfach so, das gehört zu uns, und was ist damit gemeint? Okay. Erstmal zu Ende, weil ich würde gerne zwei Sachen ergänzen. Gleich. Ja, das war es schon. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Klarer Widerspruch, also das Thema Prostitution, wir haben das intensiv gerade auf unserer Bundesfrauenkonferenz doch auch wieder so eine mit grüne Erzählung. Verschiedensten Personen, Frauen diskutiert. Da ist ein Meinungsbildungsprozess angestoßen. Ich glaube, dass wir uns bei den Frauenfragen in keinster Weise irgendwo hinten anstellen müssen. Wir haben da in vielen, vielen Debatten, zum Beispiel jetzt auch neben Wachstum, gutes Leben, das Thema Zeitpolitik auf der Agenda, wo auch viele frauenpolitische Fragen mit reinwachsen. Aber ich würde gerne noch mal ganz konkret, vielleicht auch nochmal zum Bezug Frauen und Umsetzung in der SPD, also da würde man sich ja jetzt im Moment sehr wünschen, dass die Frauenquote in der Großen Koalition anders ausgefallen wäre, weil wir den Rahmen, glaube ich, nach wie vor auch intensiv brauchen, um Frauenförderung noch weiter voranzubringen. Aber ich würde gerne noch auf Ihren Einwurf eben eingehen, dass wir als Avantgarde keine Chance haben, Volkspartei zu werden. Das ist eigentlich ein interessanter Diskussionsprozess. Ich möchte Ihnen zwar als Sozialdemokrat das absprechen, den mit uns zu führen. Ich bin wirklich ein Hobby-Sozialdemokrat, ich glaube, ich sitze hier nicht in dieser Funktion. Aber ist natürlich was dran, wenn man Positionen durchhält. Wenn man Positionen durchhält und anders als die CDU als extrem, nicht als Machtpartei seine Positionen das Fähnchen nach dem Winde dreht und je nach machtpolitischer Konstellation so und so rumklappt, muss man sich natürlich mit auseinandersetzen. Hält man die Position durch und ist dann möglicherweise nicht regierungsfähig, oder hält man sie nicht durch? Das ist ein interessanter Ansatz, der sich an kleinteiligen Diskussionen wie dem Veggie Day festmacht, aber den wir natürlich führen müssen, weil eben aufgegriffen wurde, wir müssen an bestimmten Positionen festhalten, auch wenn sie vielleicht im Moment in der Gesellschaft keine Mehrheit haben, bestimmte Positionen aufgreifen und möglicherweise mehrheitsfähig machen, aber dann ist es halt eben in dem Widerspruch zwischen Volkspartei und Avantgarde durchaus auch zu finden, einen Mittelweg zu suchen und die Positionen durchzubringen. Okay, jetzt habe ich noch 4 Leute auf der Liste, fängt an mit Frau Bause. Ich würde mal sagen, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich würde mal sagen, da machen wir dann erstmal einen Punkt. Gehen hinaus, essen Brezeln, trinken was weiß ich und unterhalten uns weiter. Also, Frau Bause.
Ja, Margarete Bause aus München. Also in Bayern ist die SPD, wenn es sozusagen die Marke 15% ist, zwischen Volkspartei und Avantgarde auf dem Weg zur Avantgarde. Logisch ist das aber ein Fehlschluss. Aber ich glaube, dass das in der Tat ein ganz wichtiger Punkt ist über unser Selbstverständnis, was wir nicht geklärt haben. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Zwischending gibt, Simone. Also wir sind vielleicht ein bisschen Volkspartei und vielleicht ein bisschen Avantgarde. Ich glaube schon, dass es ganz grundlegend ist, unser Selbstverständnis, für unser Politikverständnis, für die Geschichten, die wir erzählen. Und wenn du, Anja, vorhin gesagt hast, naja, als eher kleinere Partei, ist es halt ein anderes Verhältnis. Also liebt man sozusagen das Volk nicht so wie eine Volkspartei. Also auch wieder aus dem bayerischen Kontext, die Volkspartei CSU liebt das Volk nicht, aber sie liebt die Macht. Das ist der Unterschied. Okay, ja, und der, na, ich bin noch nicht fertig. Und da haben wir Grüne, glaube ich, die allergrößten Probleme mit der Identifikation mit der Macht. Das hat auch was sehr Positives, weil dieses Machtversessene, Machtvergessene ist ja auch was sehr Schwieriges, was sehr Kritisches. Aber ich glaube, das ist auch noch ein zentraler Punkt. Und was, glaube ich, wir sehr viel mehr machen müssen, ist nicht das Interesse sozusagen an dem Volk, sondern das Interesse an den Menschen und an den Geschichten der Menschen. Weil wenn wir die Geschichten der Menschen aufnehmen, können wir damit auch unsere eigene Geschichte erzählen. Aus diesen vielen kleinen Geschichten der Menschen, die was verändern. Und sei es jetzt die Postwachstumsgesellschaft, die Wachstumskritik, aber die verändern ja was. Das sind ja positive Geschichten, die erreichen was. Wenn wir das wieder schaffen, diese vielen kleinen Veränderungsgeschichten aufzugreifen von vielen Menschen, die was tun, dann glaube ich, haben wir auch wieder eine Erzählung. Wir brauchen nicht die große Erzählung, wir brauchen diese vielen kleinen Erzählungen von Veränderungen, von erfolgreichen Veränderungen. Ich glaube, das ist es, wo wir sehr viel genauer wieder hinhören müssen, um das aufzugreifen, um dann unsere eigene Geschichte daraus zu machen. Und am Anfang wurde gesagt, die Grünen sind eine Diskurspartei und deswegen dürfen wir die Lust am Diskurs überhaupt nicht verlieren. Das ist auch noch ein Punkt, die Lust am Diskurs mit diesen vielen veränderungswilligen und lustigen Menschen, dann glaube ich, kommen wir auch wieder auf den Weg zu unserer grünen Erzählung. Okay. Nochmal der Appell an alle, sich möglichst kurz jetzt zu fassen auf die letzten Meter. Hier vorne, genau, Sie waren zuerst. Peter Skiba aus Dresden. Das Akteursverständnis vorher auf dem Podium war relativ konventionell, fand ich. Staat, Partei, Wirtschaft. In der Diskussion wurde sich jetzt erweitert auf soziale, das wollte ich nochmal stärker machen, soziale Bewegungen, Bürgergesellschaft. Und ich würde mal versuchen, ein paar Koordinaten zu finden für eine politische Kultur der Grünen aus der Sicht von Bewegungen. Und da wäre die Frage, wenn man Stuttgart 21 als vorläufigen Endpunkt sieht, einschließlich des jetzt laufenden Verfahrens. Wo liegen denn Wurzeln davon? Liegen die in Gorleben und in Wackersdorf oder liegen die vielleicht auch 89, nicht in der Wiedervereinigung, sondern in 89 zur Freiheit? Sind das vielleicht auch Anknüpfungspunkte für eine grüne Erzählung? Danke. Hier vorne. Gretje Staffelt. Ich wollte noch mal auf Anjas Anregung eingehen, die grüne Idee oder die grüne Erzählung mit einem positiven Zukunftsbild zu verbinden, weil ich finde doch, das Thema Energiewende eignet sich sicherlich. Es ist okay, es ist gestalterisch, es ist vielfältig, es ist auch regional anzulegen, das finde ich gut. Es gibt die Sehnsucht der Menschen, das wurde heute hier auch angesprochen, das Gute auch wahrzunehmen, was ist Gutes da in unserer Gesellschaft. Die Suche nach gerechter, regionaler, sozialer Struktur im Einklang mit der Ökologie, also mit der Umwelt, glaube ich, das ist das, wo die Menschen jeden Tag leben. Und da fehlt mir ein bisschen die grüne, konkrete grüne Erzählung für dieses Argument oder für dieses Bild, für diese Zukunftsvision, weil wir immer das für selbstverständlich halten, uns ist das irgendwie klar, aber es wird halt nicht wirklich konkret formuliert. Also deshalb Frage an euch, gibt es da konkrete Erzählungen, die euch davor schweben, um diese Fragen der Menschen auch zu beantworten. Zur Energiewende? Nee, gerade nicht. Zu regionaler, sozialer Struktur, zu allem, was die Menschen im Alltag betrifft. Also die Energiewende kann man sicher in so etwas integrieren, aber es ist mir schon zu speziell, sag ich mal. Okay.
Jetzt waren Sie. Letzte Frage. Carsten von Wissel aus Berlin bin ich. Ich wollte noch mal zwei vielleicht neue Begriffe in die Debatte jetzt einspielen im Zusammenhang mit diesem besserwisserischen Element, das es bei uns Grünen immer wieder gibt, das uns vorgeworfen wird, aber wo der Vorwurf auch gar nicht mal so ganz ohne ist an vielen Stellen. Es gab mal in der FAS zu lesen, im letzten Jahr, irgendwann im Mai, glaube ich, einen relativ interessanten Vorwurf an uns, in dem stand, das sei die Partei der Rechtbehalter. Die hätten mit der Ökologie angefangen und dann mit dem Atomausstieg und immer hätten sie recht gehabt, wie nervig ist das denn eigentlich? Das war so der Tenor dieser Kritik und der Kern dieser Geschichte, worauf wir sehr aufpassen müssen, ist ja, dass wir die etwas epistemischere Partei als die anderen sind. Das heißt, ein Wissenschaftsbezug spielt bei uns eine etwas andere Rolle. Einfach ein Rekurs auf Macht, auf der will das so oder im Ortsverein, der Vereinsvorsitzende des Fußballvereins will das so, deshalb machen wir das vielleicht auch so, würde bei uns überhaupt keine Rolle spielen. Und aus meiner Sicht ist so die Frage, wie kriegt man das vereinbart mit dem Element des Politischen, wo es ja dann doch sehr viel stärker um Macht geht. Das ist eher eine Frage, als dass ich wüsste, wie das geht, aber das ist eine Frage, der wir uns stellen müssen, denke ich. Okay, vielen Dank. Jetzt machen wir hier oben nochmal wirklich eine ganz kurze Runde. Ich glaube... Ich meine, ich will das Letzte nochmal aufzugreifen. Das ist, glaube ich, wirklich eine interessante, wirklich auch eine Frage, die die Grünen besonders betrifft. Die Grünen sind einfach eine sehr intellektuelle Partei. Das ist, sie haben das höchste Reflexionsniveau, was sich selbst angeht. Sie veranstalten Diskussionen auf einem Niveau, das findet man bei anderen Parteien so nicht. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Und das ist eine große Stärke von ihnen. Und das ist natürlich auch eine gewisse Schwäche, weil sie natürlich manchmal vielleicht auch ein bisschen sagen, ja, ein bisschen technokratisch sind, auf einem aufgeklärten, aber dann doch irgendwie auch wieder an so eine aufgeklärte Faktengläubigkeit verfolgen. Und weil sie manchmal vielleicht auch so einen genuinen politischen Pragmatismus, der so ein Jenseits von Moral und Sachkunde sich abspielt, sich mit dem etwas schwer tun. Das mit der Rechthaberpartei finde ich dann nochmal interessant, weil ich natürlich schon auch glaube, dass man, und das sage ich wirklich in voller Sympathie zu den ganzen politischen Projekten, die sie verfolgen, zu den allermeisten, aber natürlich ist es schon so, sie neigen dazu, und es ist interessant, dass sie über Erzählungen reden, sie neigen natürlich schon dazu, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Und man kann sich natürlich schon mal fragen, ob man die Geschichte nicht auch anders erzählen kann. Man kann sich natürlich schon mal fragen, kann ich als Atomkraftgegner schon sagen, ob die Geschichte der Atomenergie schon zu Ende ist. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, nicht? Gerade mit Blick auf Klimaschutz. Man kann sich auch noch mal fragen, ob was eigentlich sozusagen die Friedensbewegung letztlich gebracht hat, politisch, nicht? Also der Kampf gegen die NATO-Nachrüstung. Da wird man sicherlich sich schwer einig werden drüber, nicht? Also man kann auch nochmal selber, und ich glaube, sie sind ja nun auch so erfolgreich und selbstbewusst, dass sie das auch sagen, ohne Gefahr, nochmal fragen, sind wir tatsächlich bei all diesen Narrativen immer auf der richtigen Seite oder sind wir teilweise vielleicht auf der anderen Seite gewesen und haben wir vielleicht auch, und da würde ich bei der Frauenemanzipation in der Tat auch nochmal fragen, sind wir jetzt auf der letzten Meile in der Tat richtig? Sie sind für Quoten, ich bin für Quoten, die SPD ist da zu weich, das würde ich auch so sehen, aber natürlich an einer Phase, in einer späten Phase, in der sozusagen viel an harter Reibung in den 40er, 50er, 60er, 70er Jahren auch erstmal von anderen gemacht worden, auch von anderen Frauengenerationen. Also das sage ich jetzt auch gar nicht irgendwie despektierlich, sondern es gibt so eine gewisse Neigung dazu zu sagen, so ein bisschen wie die SPD früher, die haben mittlerweile, sind die sozusagen, können die glauben, die gar nicht. Die Partei nicht hat sich immer recht. Am Ende, wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte und das wird nicht, aller Wahrscheinlichkeit doch nicht immer der Fall sein können. Frau Heiduck? Ich möchte ganz kurz zuerst auf Margarete eingehen. Ich wollte mit meiner Erinnerung an das, was Michael gesagt hat, nicht unbedingt sagen, dass wir so sind und so sein sollen mit einer, wie auch immer möglicherweise ja von ihm unterstellten, Distanz zu den Menschen. Ich wollte mehr darauf hinweisen, dass ich schon finde, bei dem Ausmaß, wie stark wir ja für Toleranz plädieren und Vielfalt, dass ich sage es selbstkritisch, vielleicht geht es manchem von euch nicht so, manchmal beobachte, dass wir noch besser werden können in dem Interesse an den Meinungen von Menschen, die uns nicht gleich nahestehen und die nicht bei uns zum Verein gehören. Wirklich in die Breite das Interesse signalisieren. Das heißt ja nicht, dass wir uns danach richten wollen, aber diese Haltung, die würde ich mir bei uns mehr wünschen. Und ich glaube, da sind wir beide uns auch wahrscheinlich sehr, sehr einig, weil ich euch da auch ganz stark so wahrnehme. Und das, was du zur CSU gesagt hast, fand ich nicht schlecht. Ich wollte sagen, mit der Geschichte, die wir erzählen, inwiefern die mit
den Initiativen und auch wenn man jetzt an bestimmte markante Punkte denkt, also Wiedervereinigung, Friedensbewegung, Bürgerrechtsbewegung in der ehemaligen DDR oder eben dem Kampf gegen Atomkraft. Ich wollte sagen, das ist für mich eine ganz selbstverständliche Geschichte bei uns Grünen. Ich bin später erst dazu gestoßen und bin schon in eine Partei mit junger Geschichte hineingekommen. Deswegen würde ich das eher bekräftigen. Eine grüne Erzählung ohne diese Wurzeln wäre überhaupt nicht vollständig. Ich glaube nur, dass wir heute, so wie wir uns verändert haben und ja auch etabliert haben und auch nach Macht gesucht und gegriffen haben, wird die grüne Erzählung breiter oder sollte sie auch das mit berücksichtigen. Darauf wollte ich jedenfalls nur hinweisen. Und ich möchte sagen, dass ich diese Story mit den Rechtbehaltern zumindest schon mal einen schönen Ansatzpunkt finde, weil ich das viel netter finde als Rechthaber. Weil Recht behalten, finde ich, ist nicht das Problem. Aber ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist, wenn Leute das kritisieren, dass man Recht behalten hat, dann hat das vielleicht auch schlicht mit Konkurrenz um Macht zu tun, dass da einige nicht ganz glücklich sind, wenn wir Recht behalten haben. Obeda, ein knappes Schlusswort. Versuchen wir es mal. Ja. Ich bin ganz dabei zu sagen, wir müssen hören, reinhören, was die Menschen wollen, die verschiedenen Stimmungen, Themen aufnehmen. Aber letztendlich müssen wir uns entscheiden, welche wir aufnehmen, für was wir Avantgarde sind und wie wir es auch durchhalten. Weil nicht umsonst haben wir jetzt eine Koordination, die zwischen Bundespartei und den regierenden Bundesländern zusammenbringt. Wie halten wir das auch durch und wie bringen wir das in Regierungshandeln über? Das ist nicht ganz trivial. Und welche Botschaften bestehen wir dann auch durch bis zum Ende? Das heißt, da geht es ja auch darum, ein Stückchen prinzipientreu zu sein, nicht nur ein Stückchen, sondern bestimmte Themen auch durchzuhalten, dafür dann auch Konzepte zu entwickeln und eine Mehrheit für sich zu organisieren. Ich glaube, darüber müssen wir nochmal intensiv sprechen, weil es da auch eine Diskrepanz gibt zwischen Avantgarde und Regierungshandeln. Bei der Frage nach den Erzählungen, ich habe ja eben eines gerne aufgegriffen, ich glaube, das passt in viele Felder rein. Das Thema gutes Leben, es passt in die Energieversorgung genauso wie in die Ernährungsfrage, genauso wie in die Frage, wie wollen wir wirtschaften. Wir nehmen ja auf, dass es viele Initiativen im Bereich der Gemeinwohlunternehmen gibt, der genossenschaftlichen Bewegung, Menschen, die anders leben wollen. Darüber auch eine Debatte zu führen, ob das jetzt über die Zeitpolitik ist, wie gehen wir mit Zeit um, wie gehen wir auch mit Konzepten um, dass wir Zeit zu Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben, wie ermöglichen wir allen überhaupt grundsätzlich die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, wie können wir uns ernähren, ohne dass es Eingriff auf andere oder auf die Tierwelt hat, dem Tierschutz entgegensteht, wie können wir die Energieversorgung organisieren, um damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Das muss in die Erzählung gepackt werden. Der Auftakt heute dient dazu, zu überlegen, wie gehen wir das an. Wir wollen das anstoßen über die Debatten am Länderrat und das wird dann in den programmatischen Prozess weiter einfließen. Meine Damen und Herren, wir haben es geschafft. Wir haben das Problem Volkspartei oder Avantgarde jetzt noch nicht gelöst, aber dazu ist ja auch noch ein Moment Zeit. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich danke den Podiumsteilnehmern für ihre Beiträge und wünsche allen noch einen schönen Abend, nicht ohne darauf hingewiesen zu haben, dass es morgen früh um 9.30 Uhr weitergeht mit dem sehr interessanten Thema der grünen Sozialpolitik. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, vielen Dank und bis morgen. Applaus